Der Hügel in Essen. Synonym für das Anwesen der vielleicht schillerndsten industriellen Dynastie in Deutschland. Zu ihren besten Zeiten herrschte die Familie Krupp über ein gigantisches Reich von Fabriken, Förderanlagen und Hochöfen, über ein Heer von Arbeitern, die sich selbstbewusst als Kruppianer bezeichneten. Stahl hieß das Zauberwort der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert und die Krupps waren die Magier des wirtschaftlichen Aufstiegs im Ruhrgebiet. Alfred vollbrachte kühlkalkuliert den Aufstieg. Friedrich Alfred, sein Sohn, vereinte Erfolg und Skandal. Er starb ohne männlichen Erben und hinterließ die Firma seiner ältesten Tochter. Bertha Krupp und ihr Gatte Gustav von Bohlen und Halbach erlebten Boomzeiten und Wirtschaftskrisen, Potentaten und Diktaturen. Nach zwei verlorenen Weltkriegen behielt der Name Krupp zwar seinen Nimbus, die Familie aber verlor an Einfluss. Bis heute ist der Mythos ungebrochen. Ohne den Essener Stahlgiganten hätte das Revier vielleicht nie so große Bedeutung erlangt. Und wäre die Familiengeschichte nicht, so hätte der Name nicht seinen ehernen Klang. Das ist sicherlich ein besonderer Bestandteil, dass die Familie und die Firma sich gegenseitig ja immer so gestützt haben. Alles, was in den Vorgenerationen ja auch unternommen wurde, ob es der Firma gut oder schlecht ging, stand ja bei allen Überlegungen immer das Wohl der Firma im Vordergrund. Nicht unbedingt das Wohl der Familie, immer das Wohl der Firma. Und das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede zu zum Beispiel sehr großen Familienfirmen, wo natürlich auch so viele dran beteiligt sind, direkt oder vor allen Dingen indirekt, die eher davon auch abhängen, die auch finanziell davon abhängen, wo man oft natürlich das Gefühl hat, also dann lieber doch für die Familie noch eine Ausschüttung, ob sich die Firma erlauben kann oder nicht. Und hier ist, glaube ich, grundsätzlich bei Krupp kann man sagen, ist seit eh und je diese Vorgabe, das Wohl der Firma und das Wohl der Mitarbeiter ist das absolute oberste Ziel. Vor 200 Jahren wurde die Firma Friedrich Krupp in Essen gegründet. Doch wie so oft gibt es eine Geschichte vor der Geschichte. Die Krupps leben schon seit Jahrhunderten in Essen. Die siedeln im 16. Jahrhundert in Essen ein. Das ist um 1567, ist Peter I. Krupp Arndt Kreupe, holländischer Name, in Essen erwähnt. Sehr wahrscheinlich sind es Glaubensflüchtlinge aus den Niederlanden, die in der Zeit der Gegenreformation, also der spanischen Gegenreformation in den Niederlanden ins damals evangelische Essen übergesiedelt sind. Und sie verbinden sich sehr geschickt mit anderen Glaubensflüchtlingen, den Heussens und anderen Essener Patrizierfamilien und bilden innerhalb der Essener Bürgerschaft so etwas wie einen eigenen Familienverband, der über verwandtschaftliche Heiratsbeziehungen sich in Essen etabliert und dann auch in die Spitze des Essener Patriziats vorrückt. Die Familie Krupp betreibt einen Kolonialwarenhandel für Produkte aus Übersee und wird mit dem Verkauf von Tabak, Kaffee und Gewürzen wohlhabend. Sie bewohnt ein stattliches Gebäude am Flachsmarkt. Essen war Anfang des 19. Jahrhunderts ein Landstädtchen mit der Betonung auf Städtchen. Also hier lebten 2.000 bis 3.000 Menschen, also man kann von einem größeren Dorf sprechen. Innerhalb der Stadtmauern, der mittelalterlichen Stadtmauern, weideten die Kühe, weil die Bebauung und die Bevölkerung in der Stadt gar nicht mehr ausreichte. Also in diesem wirklich kleinen, beschaulichen Städtchen herrschte übrigens auch nicht eine deutsche Bevölkerung, sondern das war die Zeit der französischen Besatzung, also der napoleonischen Besatzung. Und in dieser Zeit wehte die Trikolore über dem Essener Rathaus, also eine besetzte rheinische Kleinstadt. Am 20. November 1811 gründet Friedrich Krupp mit dem Vermögen seiner verstorbenen Großmutter auf der Essener Walkmühle eine Firma zur Produktion von Gussstahl. Kaum größer als eine Dorfschmiede. Das ist natürlich am Anfang eine wirklich sehr, sehr kleine und man könnte sagen unbedeutende Firma. Nicht ein mittelständisches Unternehmen, wirklich ein Kleinstunternehmen, das aber ein sehr spezielles Produkt gemacht hat. Was auch interessant ist, ist, dass man jahrelang, also fast 30 Jahre lang, nur Verluste gemacht hat. Bei Krupp wurde immer
eigentlich von Friedrich Krupp selbst und von seinen Verwandten, von den Freunden, Bekannten, Geld einbezahlt, einfach um eine Idee ans Leben zu halten. Nur ein Scherenschnitt überliefert die Züge des 24 Jahre alten Gründers, der sein Leben nicht als Händler von Spezereien verbringen mag und lieber Stahlfabrikant sein möchte. Die Produktion von Stahl in Deutschland ist keine Erfindung, sondern ist eine Nachempfindung. Also Stahl, Sheffield-Stahl, wird in England produziert und in Deutschland hat man nicht das Know-how. Und jetzt versucht man, gerade auch die Krupps, also Friedrich Krupp, versucht in so einer Art alchemistischem Verfahren diesen Stahl nachzuerfinden. Und man glaubt am Anfang in den ersten Tagen an Rezepte. Also man engagiert oder verbindet sich mit dubiosen Gestalten, die behaupten, sie hätten das richtige Rezept zu Stahl zu kochen. Das ist natürlich alles Unsinn, denn letztendlich geht es hier um Erfahrungswissen. Die Idee ist, Gussstahl nach englischem Art in Deutschland einzuführen, mit einem bestimmten Schmelzprozess in einem turnenden Tegel. Das war am Anfang sehr, sehr schwierig, also die Proportionen richtig zu halten, um eigentlich keine Produkte zu haben, die dann brachen. Ich meine, von dem, was er gemacht hat, dass er eigentlich begeistert war von einer bestimmten Idee. Also er war bestimmt nicht ein Krämer-Typ oder ein Händler-Typ. Also er hat gemeint, das wird richtig funktionieren einmal. Aber er muss das immer nur weiterverfolgen, bis die technischen Prozesse da richtig ablaufen. Es geht um immer wieder neues Ausprobieren von chemischen Zusammensetzungen, von Zufuhr, von Luft, von ganz bestimmten physikalischen Verfahren und chemischen Verbindungen, die Stahl hergeben. Und durch sehr viel Know-how, Kenntnis und Erfahrung gelingt es dann Friedrich Krupp letztendlich nach unzähligen Versuchen, diesen englischen Stahl in gleicher Qualität und am Ende übrigens in besserer Qualität zu produzieren. Friedrichs Vision wird erst nach Jahrzehnten Wirklichkeit. 100 Jahre nach der Gründung der Firma kochen zigtausend Krupp-Arbeiter Stahl, der auf der ganzen Welt verkauft wird. Die Nachfahren beteuern, nur der unbezähmbare Wille des Gründers habe den frühen Ruin verhindert. Tatsächlich steht der Betrieb mehrmals vor dem Aus. Nur mit Glück und frischem Geld vermeiden Friedrich und seine Frau Therese den wirtschaftlichen Zusammenbruch. Bis 1826 eine Krankheit den wagemutigen Fabrikanten dahinrafft. Als der Gründer der Firma Krupp, Friedrich Krupp, jung stirbt, hat er im Prinzip ein Vermögen, das man nach heutigen Maßstäben im Millionenbereich ansetzen kann, also mit sehr vielen Immobilien, letztendlich zerstört. Er hatte das komplette Familienvermögen, das über 300 Jahre zusammengetragen wurde durch diese Patrizierfamilie, verbraucht, zerstört. Er war ein Bankrotteur, muss man ganz deutlich sagen. Er war verarmt und seine Witwe und die drei heranwachsenden jungen Kinder standen vom Nichts, vom Aus. Sie lebten in einem ganz kleinen Betriebshaus direkt neben diesem winzigen Produktionsstätte, die man an der Altendorfer Straße errichtet hatte. Und letztendlich war die Firma zerstört. Neben der 1818 errichteten Gussstahlfabrik steht ein kleines Aufseherhaus, in das die Familie kurz vor Friedrichs Tod gezogen ist. Sein ältester Sohn und Erbe Alfred wird das winzige Häuschen später als Stammhaus zu einem Kleinod der Krupp-Saga machen und auf dem Firmengelände als Mahnmal für die bescheidenen Anfänge des Konzerns pflegen. Weil das Original im Zweiten Weltkrieg von alliierten Bomben zerstört wurde, steht heute eine maßstabsgetreue Rekonstruktion auf dem Firmengelände von ThyssenKrupp an der Altendorfer Straße in Essen. Das Stammhaus hat sicherlich einen großen symbolischen Charakter, definitiv für die Entwicklung der Firma und die Darstellung. Und es ist ja auch heute so signifikant zu sehen, wie dieses kleine, ja absolut zierliche kleine Stammhaus jetzt platziert ist neben der neuen Hauptverwaltung des ThyssenKrupp-Konzerns, um eben einfach mal zu zeigen, was in diesen 200 Jahren passiert ist, dass eben aus so einem winzigen kleinen Haus eigentlich ein solcher Weltkonzern erwachsen ist. Doch zunächst steht das Stammhaus für unternehmerisches Versagen und den Niedergang einer wohlhabenden und angesehenen Bürgerfamilie, die in bescheidenen Verhältnissen zu leben gezwungen ist.
Nach Friedrichs Tod steuert die Firma auf ein ruhmloses Ende zu. Seine Mutter übernimmt die Verantwortung für die Finanzen, verweigert aber neue Kredite. So bleibt der Witwe nichts anderes übrig, als sich in die Tradition starker Frauen in der Familie zu stellen. Die Großmutter von Friedrich Krupp war schon eine eigentlich sehr bedeutende Geschäftsfrau, die auch die gute Hoffnungshütte für eine Zeit besaß und dann verkaufte. Und die Mutter von Friedrich Krupp hat etwas gemacht, aber die Frau musste als Witwe dann noch die Betriebe weiterführen. Das scheint erstaunlich zu sein, wenn man das von heutiger Sicht sieht. Aber war eigentlich in der Zeit der Französischen Revolution nicht so unüblich. Also einige andere französische, auch deutsche Unternehmen wurden von Frauen, vor allem von Witwen geleitet, weil die Sterblichkeit ja ziemlich hoch war. Friedrich Krupp ist jung gestorben an Tuberkulose. Einige von den französischen Industriellen sind auf der Guillotine gestorben und da haben die Witwen weitergemacht. Therese Krupp versichert per Anzeige, das Geheimnis der Bereitung des Gussstahls sei durch das frühe Hinscheiden des Gatten nicht verloren. Das Alter des Erben aber verschweigt sie. Der Sohn Alfred, mit 14 Jahren, musste die Schule verlassen und in diesem väterlichen Betrieb dann eintreten, schaffte es in seiner Lebenszeit, einen Betrieb von 4 Mitarbeitern auf immerhin 20.000 Mitarbeiter zu expandieren. Also er ist der eigentliche Wiederbegründer der Firma, er ist der Retter der Firma und eigentlich wird die Geschichte der Familie Krupp immer mit Alfred und nicht mit seinem Vater Friedrich in Verbindung gebracht. Sein Credo hält Alfred Krupp 1873 in einem Schriftstück fest, das er an die Beschäftigten des Unternehmens verteilen lässt. Wer mit schwerer Arbeit um sein Brot gekämpft hat, heißt es darin, der hat sich als tüchtig bewährt zur Meisterschaft, zum Werkführer und höher hinauf. Das ist der Mann. Verfolg von Studien, Kunst oder anderer Passionen lehnt der Patriarch vehement ab. Man dürfe die Arbeit, so rät er seinen Untergebenen, nicht als eine unangenehme, notwendige Bedingung für Lohn und Unterhalt betrachten, sondern ihr mit Lust nachgehen. Der Geschäftsmann müsse unpolitisch sein, behauptet er. Mit Äußerungen wie "Wir haben keine Zeit für Lektüre, Politik und so weiter" prägt er auch die Haltung seiner Nachfahren. Alfred Krupp war sicherlich derjenige, dem man zusprechen muss, dass er die Firma zu der Weltgeltung gebracht hat, die sie ist. Der war derjenige, der diesen unglaublichen Antrieb hatte, die Firma auch auszubauen. Sein Vater war derjenige, der die Technik, den Stahl, den Gussstahl, die Qualität erfunden hat, der sich darin verbissen hatte. Und Alfred war derjenige, der das Unternehmen zur Weltgeltung bringen wollte und konnte. Er hat eigentlich eine weite Sicht gehabt, also nicht nur das technische Interesse, was sein Vater gehabt hat, aber auch ein geschäftliches Interesse. Er wusste, dass man also nicht nur in Deutschland verkaufen musste, um erfolgreich zu sein, sondern auch in anderen Ländern, also in Italien, in Frankreich, in Russland. Doch wie gelang es Alfred Krupp, den maroden Betrieb des Vaters in Schwung zu bringen? Zunächst setzt er auf den überschaubaren Markt für Münzprägestempel. Ab 1830 produziert Krupp Gold- und Silberwalzen. Das Unternehmen schreibt trotzdem weiter rote Zahlen. Ab 1840 verlegt sich die Firma auf die Herstellung von Walzen für Besteck, mit der bis zu 1800 Löffel täglich gefertigt werden können. Schließlich entdeckt Krupp das Potenzial der Produktion von Waffen. Kann man den ersten Gründer Friedrich Krupp als besessenen Hasardeur bezeichnen, so ist Alfred Krupp der geniale Geschäftsmann und auch sicherlich besessene Erfinder. Also er ist der jede neue Produktionsform von Stahl sofort adaptiert, sofort in seinen Firmen einführt, die Rechte darauf erwirbt. Er ist derjenige, der nach England geht und dort, wie man heute sagen würde, Industriespionage betreibt, also das englische Know-how versucht, für seine Firma zu adaptieren. Er hat einen Innovationsgeist und einen Erfindergeist, wie man den auch unter diesen Industriepionieren der Frühzeit nur selten antrifft. Er ist letztendlich der geniale
geniale Unternehmer, der sowohl die technischen Prozesse als auch die kaufmännischen Fähigkeiten und übrigens auch die propagandistischen Elemente beherrscht. Denn er ist derjenige, der auf die Weltausstellung geht und diese kleine, junge Firma Krupp weltweit etabliert. Eigenhändig entwirft Alfred immer neue Maschinen und Bearbeitungsinstrumente, um den besonders geschmeidigen Stahl seines Werks zu formen, der immer häufiger bei der Herstellung von Rüstungsgütern Verwendung findet. Die Engländer sollen Augen machen, schreibt er 1851 an sein Direktorium, bevor er eine auf Hochglanz polierte Gussstahlkanone auf der Weltausstellung in London präsentiert. Der Kanonenkönig Krupp ist geboren. Schon bald verfügt die Firma über ein breites Portfolio von Waffen für militärische Auseinandersetzungen aller Art. Ein Werbeblatt aus dem Jahr 1857 präsentiert ungeniert die erlauchte Kundschaft als königliche Konterfeis auf Goldmedaillen und dokumentiert stolz die Ausdehnung der Fabrikanlage in Essen. Dass die Firma zwischenzeitlich auch mal zahlungsunfähig war, verschweigt der imposante Prospekt. Alfred Krupp hat viele geschäftliche Ideen gehabt. Aber er hat auch eine sehr wichtige Idee gehabt, dass man eigentlich im 19. Jahrhundert in Preußen mit dem Staat zusammenarbeiten musste. Und das war schon, also eigentlich durch die Arbeit an den Münzprägemaschinen schon wichtig, dass man da mit der staatlichen Münze verhandelte. Aber dann später, wenn es um Patente ging für die Eisenbahnräder, also diese nahtlose Reifen für die Eisenbahn, die dann in den 40er Jahren sehr, sehr wichtig wurde, natürlich für die preußische Industrialisierung, da hat er immer den Gedanken gehabt, das geht nicht ohne den Staat. In ganz Europa trägt der Siegeszug der Eisenbahn zum rapiden Wachstum der Volkswirtschaften bei. Und so verhilft die Massenfertigung von Eisenbahnausrüstung der Firma Krupp letztlich zum Durchbruch. Die Konkurrenz von Produzenten für Achsen, Federn und Radreifen ist groß. Die Direktoren der staatlichen Eisenbahnverwaltungen können sich ihre Geschäftspartner aussuchen. Alfred Krupp setzt sich für zähen, weichen und jedem Stoß gewachsenen Stahl ein, unterliegt aber jenen, die möglichst hartes Material empfehlen, um die Abnutzung zu verhindern und die Betriebskosten herabzusetzen. Krupp bezeichnet Brüche als unvermeidlich. Seine Warnungen verhallen zunächst ungehört. Seit 1835 verfügt die Krupp-Fabrik in Essen über von Dampfmaschinen betriebene Hammerwerke, die die immer größeren Blöcke bearbeiten. Vorteil des Krupp-Stahls: Er wird kalt gebogen und bleibt so geschmeidiger als Stahl, der in rotglühendem Zustand bearbeitet wird. Immer komplizierter werden die Verfahren. Es ist richtig, dass die Konkurrenz ja im 19. Jahrhundert sehr stark war. Man kann das an der englischen Industrialisierung sehr gut sehen. Die großen Erfinder in England, Leute wie James Watt oder Matthew Boulton oder auch die Eisenbahngründer, die wurden nie reich. Also es ist ganz im Gegensatz zu Amerika später im 19. Jahrhundert, wo die großen Eisenbahnleute sehr, sehr reich werden und die großen Stahlleute sehr reich werden. Also die Konkurrenz hat dafür gesorgt, dass die Profite eigentlich durch den Wettbewerb dann weggemacht werden. Und was ist die Antwort darauf? Also man muss eigentlich eine sehr spezielle Produktion haben. Und das war am Anfang bei Krupp mit speziellen Werkzeugen. Also das war das Betätigungsfeld am Anfang. Man ist zur Massenproduktion über die Eisenbahn und über die Räder gekommen. Aber die Radreifen waren auch eine besondere Produktion. Also die hätte man auch anders herstellen können. Und andere von den Wettbewerben in Deutschland haben die anders gemacht. Aber die Krupp'schen Produkte waren anscheinend etwas langlebiger. Und man will ja nicht, dass die Radreifen brechen. Und das war für die frühe Eisenbahn auch sehr wichtig. Die Auftragsbücher sind voll. 30.000 Stück fertigen die Arbeiter pro Jahr. Der nahtlose Radreifen wird zum Symbol der Firma Krupp. Der Chef selbst entwirft später das berühmte Firmenlogo mit den drei übereinandergelegten Radreifen.
Und so scheint der Aufstieg zum Weltkonzern unaufhaltsam, wie er sich selbst zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Film darstellt. Doch eine wichtige Veränderung fehlt noch. Auf dem Papier gehört die Firma Alfreds Mutter. Seine beiden Brüder haben Erbansprüche. Doch der Firmenchef ist misstrauisch, wittert nicht nur unter der Belegschaft Spione der Konkurrenz, sondern beschuldigt die Brüder geheimer Intrigen. Schließlich erwirbt er allein die Fabriken zu einem günstigen Preis. Unter Druck lassen sich die anderen Erben auszahlen und verlassen Essen. Alfred Krupp ist nun Alleinbesitzer der Firma, die er als sein Kind und seine Braut bezeichnet. Nach dem Tod der Mutter heiratet er die 20 Jahre jüngere Bertha Eichhoff. Doch der Versuch, eine glückliche Ehe zu führen, scheitert kläglich. Um seine junge Frau zufriedenzustellen, baut Alfred ihr auf dem Fabrikgelände ein neues Haus mit Wintergarten und einer Orangerie, umgeben von kleinen französischen Gärten. Zwar wird ein Stammhalter geboren, danach verbringt Bertha ihre Zeit lieber in Bädern und Kurorten als in Essen, während der Gatte immer weiter aufsteigt. Alfred Krupp hat sich als Symbol des neuen Deutschlands gefühlt, hat auch eine persönliche Verbindung zu dem preußischen König, dem späteren Kaiser Wilhelm, und macht ein sehr interessantes Gleichnis zwischen dem Expansionsstreben Preußens und der Expansion seiner eigenen Firma. Also wenn Preußen sich so vergrößern kann, dann kann eine Stahlfirma das auch machen. Also er musste sich dann in Berlin irgendwie bekannt machen. Und eigentlich durch diese Wille, mit dem Staat ein gutes Verhältnis zu haben, ist er dann zur Militärproduktion gekommen. Filmaufnahmen kurz vor dem Ersten Weltkrieg zeigen die Waffenschmiede der Nation. Mitte des 19. Jahrhunderts will sich Alfred Krupp noch auf die Herstellung anderer Erfolgsprodukte konzentrieren. Doch Fachleute stellen rasch fest, dass sein Stahlkanonenrohr durch Zähigkeit und Härte jedes andere Metall übertrifft. Krupp wittert ein gutes Geschäft, doch der preußische Staat hält sich zurück. Die Kosten seien zu hoch, ein Bedarf nicht vorhanden, heißt es. Andere Staaten wie Ägypten und Russland zeigen weniger Zurückhaltung. Wie so viele Potentaten in späteren Jahrzehnten wissen die Autokraten in Kairo und St. Petersburg die Schlagkraft Kruppscher Kanonen zu schätzen. Man müsste auch sagen, auch bei Rüstungen, dass das in dieser Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, eigentlich nicht nur auf Preußen oder auf Deutschland bezogen war. Die Firma Krupp hat auch viele andere Länder beliefert, zum Teil nicht-europäische Länder, Brasilien, Ägypten, China, aber auch die europäischen Länder. Also das Einzige, was in den 70er Jahren nicht geliefert wurde, wurde an Frankreich. Aber sonst waren alle Länder dabei. Also man hat sich sehr auch um englische Aufträge zum Beispiel gesorgt. Auf eigenen Schießständen können betuchte Kunden Probeschüsse der verschiedenen Modelle begutachten. Die Produktion von Artilleriegeschützen wächst stetig. Auch Preußen kauft inzwischen in großem Stil bei Krupp ein. Und die Kanonen können Kriege entscheiden. Als Alfred Krupp erfährt, dass das Kriegsministerium in Berlin Aufträge ausschreiben will, rast er vor Zorn und droht mit Lieferungen an die Feinde Preußens. Dazu kommt es nicht. Und so trägt die Artillerie im Krieg gegen Frankreich 1870-71 entscheidend zum Sieg bei. Ein Foto dokumentiert das Zerstörungswerk der Produkte aus dem Hause Krupp. Preußens König triumphiert und lässt sich im Spiegelsaal von Versailles zum Kaiser krönen. Eine Zeitung verleiht Alfred Krupp den Beinamen Kanonenkönig. Dem gefällt der Titel so gut, dass er Kopien des Artikels an seine Kunden schickt. Da sind wirklich vielleicht zwei große Wellen der Expansion.
in den 50er, 60er Jahre. Also zur Zeit der Revolution ist das eigentlich ein sehr kleines Unternehmen gewesen, ein mittelständisches Unternehmen. Aber zur Zeit der Reichsgründung 71 ist das schon wirklich ein Großunternehmen und das ist repräsentativ für das neue Deutschland. Das beruhte vor allem auf die Anwendung des Bessemer-Prozesses. Unter strenger Geheimhaltung hat Krupp das neue Verfahren aus England eingeführt, bei dem ein Konverter Luft in das geschmolzene Roheisen pumpt. Mit der neuen Methode lässt sich in 20 Minuten die gleiche Stahlmenge produzieren, für die man vorher 24 Stunden brauchte. Immer aufwendiger werden die Verfahren zum Einschmelzen von Stahl. Die Werkstücke sind immer größer und komplizierter. Und so steigen auch die Anforderungen an die Arbeiter bei Krupp. Alfred Krupp weiß um die Bedeutung seiner Stammkräfte, die er auch in Krisenzeiten in der Firma behält. Für Krupp ist es immer wichtig gewesen, dass er und seine Firma sehr spezielle Produkte machten, die sehr kostspielig waren, sehr aufwendig und die eigentlich leicht durch einen menschlichen Fehler zerstört werden konnten. Also so dass bei diesen Tiegeln für die Schmelze wurden immer größer und größer und es brauchte große Arbeitskraft, aber auch große Geschicklichkeit, diese Tiegeln über die Werkstatt zu bewegen. Da ist es leicht möglich, wenn ein Arbeiter müde ist oder unwillig oder sauer ist, dass etwas kaputt geht. Und das wollte man unbedingt vermeiden. Und aus diesen Gründen, meine ich vor allem, ist man zu dem Ergebnis gekommen, man muss eigentlich die Arbeiter sehr gut behandeln und demonstrativ besser als die konkurrierenden Werke, um eine Loyalität zu erzeugen, um die hohe Qualität sicherzustellen. Doch der Patriarch entwickelt mit den Jahren immer mehr Misstrauen gegen seine Arbeiter, versucht sie mit abstrusen Vorschriften gegen Herumtreiber und Eckenhüter zu disziplinieren. Im Gegenzug für Loyalität ermöglicht Krupp betriebliche Versorgung für Krankheit und Alter. Außer einer allgemeinen Kranken- und Sterbekasse gibt es ein Pensionsreglement, in das die Arbeiter aus eigener Tasche einzahlen. Wer entlassen wird, verliert seine Ansprüche. Dann war das auch verbunden mit Krankenhäusern und Schulen und Kindergärten und Wohnungen, die eigentlich für diese Zeit recht großzügig gewesen sind. Also so, dass die Arbeiter wirklich etwas zu verlieren hätten, wenn sie einen Arbeitskampf aufnehmen würden. Es war auf der einen Seite so, dass Krupp seine Arbeiter sehr gut behandeln wollte, aber auf der anderen Seite war er streng gegen die Sozialistische Partei, gegen Gewerkschaften. Er wollte nicht, dass seine Arbeiter organisiert wurden und er wollte keine Agitatoren, die von außen einen Einfluss auf die Firmen nehmen könnten. Alfred Krupp verteidigt seine absolute Herrschaft gegen den wachsenden Einfluss von Arbeitnehmervertretern. Er will Herr im eigenen Hause bleiben, wie er sagt. Arbeiter müssten wie eigensinnige Kinder behandelt werden. Höhere Politik treiben, unterrichtet er seine Leute 1877 in einer Denkschrift, erfordert mehr freie Zeit und Einblicke in die Verhältnisse, als dem Arbeiter verliehen ist. Wer sich mit seinen Forderungen arrangiert, darf in einem der neu geschaffenen Arbeiterviertel wohnen und in den Krupp-eigenen Konsumanstalten einkaufen. Doch die Kruppianer unterliegen dort einer rigiden Kontrolle durch Aufsichtsbeamte. Die hätten, so berichtet ein Chronist, sogar Abfalleimer inspiziert, um kritische Zeitungen und Flugblätter zu finden. Ein Menschenfeind sei der Patriarch gewesen, behaupten Kritiker. Er habe auch mit seiner Familie lieber korrespondiert als gesprochen. Zeitlebens bleibt er vor allem seinem Unternehmen und der Sache verbunden. Der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein, heißt sein viel zitiertes Motto. Dann bringt Arbeit Segen, dann ist Arbeit Gebet. Ein Denkmal setzt sich der eigenbrötlerische Konzernlenker mit seinem letzten Wohnsitz in Essen,
den er ab 1870 errichten lässt. Krupp hält nicht viel von Architekten, die zu Geldverschwendung neigten. Und so entsteht nach eigenhändigen Entwürfen ein monströses Wahrzeichen für die Materialien Stein, Eisen und Stahl. Holz darf auf Weisung des Bauherrn nicht verwendet werden, weil er sich vor Feuer fürchtet. Der Palast des Stahlmagnaten dient in erster Linie repräsentativen Zwecken. Die Villa Hügel, das größte Wohnhaus Deutschlands mit 283 Zimmern als Wohnhaus zugelassen, ist natürlich eine skurrile Einrichtung. Die Villa ist ja nicht im klassischen Sinne schön, also sie hat nicht einen bestimmten Baustil, sondern ist ein Konglomerat von industriellem Gestaltungswillen, Bauzitaten verschiedener Bauepochen und einem hohen modernen Wohnstandard, der aber teilweise auch nicht richtig funktioniert hat. Also diese Villa ist auf der einen Seite architektonisch teilweise misslungen, auf der anderen Seite ist sie aber immer noch, auch heute, der zentrale repräsentative Mittelpunkt nicht nur Essens, sondern des Ruhrgebietes. Die Holzvertäfelungen in der gigantomanischen Wohnhalle wurden erst später eingebaut. Unter Alfred Krupp ließen sich die Fenster nicht öffnen, um den Gefahren der Zugluft zu begegnen. Schon bald nach dem Einzug empfindet die Familie das überdimensionierte Domizil als ungemütlich und bedrückend. Bertha Krupp zieht 1882 resigniert nach Leipzig. Der gemeinsame Sohn bezieht eine Junggesellenwohnung im Nebenhaus. Der Patriarch verbringt seine Abende einsam, umsorgt von Dienstboten. Er ist ein Einzelgänger. Behält viele Geheimnisse für sich, er findet das schwierig zu delegieren. Er will alles kontrollieren, auch wenn das Unternehmen wächst und man ein Management haben muss. Das nannte sich am Anfang Prokura. Aber das wurde auch sehr, sehr streng von ihm kontrolliert. Also im Gegensatz zu anderen Unternehmen, wo, wenn die größer werden, haben die wirklich mehr delegiert und auch mehr in Abteilungen gearbeitet. Aber bei Krupp war alles zentralistisch. Mit zunehmendem Alter wird der Hypochonder immer unleidlicher und misstrauischer. Seinem Sohn rät er in einem Brief, in der Wahl seiner Freunde sehr vorsichtig zu sein. Er ist der festen Überzeugung, alles werde immer im Besitz der Familie bleiben. Nachdem Krupp 1874 eine die Firma in ihrer Existenz bedrohende Finanzkrise überstanden hat, laufen die Geschäfte vor allem mit Eisenbahnzubehör wieder prächtig. Krupp besitzt 300 Erzlagerstätten und zahlreiche Hüttenwerke im ganzen Land. Die Massenfertigung von Schienen revolutioniert das Transportwesen. Ganz Deutschland ist von Eisenbahnverbindungen durchzogen. Krupp liefert seine Produkte bis nach China. Man muss sich denken, dass er und seine Firma ja durch die Eisenbahn groß geworden sind. Und er wollte das auch überkontinental ausdehnen. Er wollte Eisenbahnen in Ägypten und in China bauen. Aber wenn man fragt, was kommt nach der Eisenbahn, also was ist die neue Technologie, dann ist das wohl die Schifffahrt. Und da waren auch sehr, sehr bedeutende Innovationen, Erneuerungen Mitte des 19. Jahrhunderts, in den 60er, 70er Jahren, also wo die Entscheidung dann gemacht wird, später die Germania-Werft zu kaufen. Und das war nicht nur, dass da Kriegsschiffe gebaut wurden, es war auch für die Handelsmarine, hat man gedacht. Also Schiffe sind eigentlich die Zukunft. Seit Jahrzehnten schon fertigt Krupp Antriebswellen für Schiffsschrauben. Zunächst für Yachten und Frachter, später sogar für Transatlantikdampfer. Erst 1875 verlegt sich die Firma auf die Ausstattung der deutschen Kriegsflotte, die binnen weniger Jahrzehnte der britischen Admiralität den Rang ablaufen möchte und bis zum Ersten Weltkrieg immer größere Kreuzer und Schlachtschiffe in Auftrag gibt. Die Expansion auf diesem Gebiet aber wird erst der Nachfolger, Friedrich Alfred Krupp, in Angriff nehmen. Schon zu Lebzeiten, eine Legende, stirbt Alfred Krupp am 14. Juli 1887 im Alter von 75 Jahren. Sein einziger Sohn übernimmt nur widerwillig die Rolle des Fabrikanten.
Der Sohn ist wissenschaftlicher als der Vater. Er will Naturwissenschaft, Chemie studieren. Der Vater ist strikt dagegen, meint, dass Universitäten und technisches Studium eigentlich nichts taugen. Also was gilt bei dem Vater ist das Praktische. Der Sohn ist eigentlich moderner und das ist natürlich auch eigentlich der zeitgemäß in dieser Zeit, also dass die moderne Industrie sich dann doch sehr eng im Verhältnis zum Laborwesen und zu Fortschritten in der Naturwissenschaft steht. Aber Friedrich Alfred Krupp hatte auch ein größeres Interesse, also an Sachen, was nicht direkt mit der Firma zusammenhing, also marine Biologie im Mittelmeer oder auch diese naturwissenschaftliche, philosophische Thesen von Haeckel, also Rätsel des Universums, Welträtsel. Also es war eine Art mystische Attraktion für die Wissenschaft bei Friedrich Alfred Krupp. Friedrich Alfred ist eigentlich die unterschätzte Figur, auch in der Legenden- und Mythenbildung der Firma. Denn Friedrich Alfred hat eigentlich die Firma zur Weltfirma gemacht. Er betreibt die Verwissenschaftlichung der Produktion. Und wenn man in Deutschland, in der deutschen Industrie von wirklich wertschöpfenden Maßnahmen sprechen kann, dann ist es die Verwissenschaftlichung und der hohe Grad an Innovationskraft in der Industrie, die eigentlich eher in Bereichen der chemischen Industrie, des Autobaus oder im Werkzeugbau vorhanden ist. Aber Friedrich Alfred schafft es, das eben in der Stahlproduktion einzusetzen. Der hohe Grad an Verwissenschaftlichung der Produktion führt dazu, dass die Firma letztendlich zur Weltfirma expandiert und auch die nachfolgende Zeit überdauert und heute noch besteht. 1882 hat Friedrich Alfred Margarete von Ende geheiratet. Der Vater blieb der Vermählung fern, lernte aber dann die resolute Art der Schwiegertochter zu schätzen, die sich zu einer ebenbürtigen Mitstreiterin entwickelte. Kurz nach dem Generationswechsel in Essen beginnt auch in Berlin eine neue Zeit. Wilhelm II. Kommt 1888 an die Macht. Und in seinem Regierungsprogramm spielt die Rüstungspolitik eine wichtige Rolle. Die Krupps zählen zu den Stützen des jungen Kaisers. Friedrich Alfred Krupp und auch seine Frau, die waren auf einer gesellschaftlichen Ebene mit dem Kaiser und mit der Kaiserin. Also das kaiserliche Paar hat Besuche gemacht in Essen und wurden eingeladen. Also das Persönliche spielte da sicher eine Rolle. Und es ist eine Wiederholung von dem Verhältnis von Alfred Krupp zu dem ersten deutschen Kaiser, zu Wilhelm I. Nur mit Friedrich Alfred Krupp und Wilhelm II. War das ein engeres Verhältnis als das mit dem Vater oder dem Großvater. Eine tiefe Freundschaft hat es ja nicht gegeben, sondern man hat sich ja doch mehr geachtet. Man muss überlegen, es waren zwei komplett sozial verschiedene Schichten. Es war das Kaiserhaus, es war der Hochadel und es war eine emporgekommene, großbürgerliche Familie, die eine immense Macht hatte durch diese Größe des Unternehmens, durch das Auftreten, durch das Geld. Aber im Prinzip war man immer noch Bürger und Kaiser. Aber man hat sich natürlich angenähert, verschiedene Gründe. Es gab einmal das ursächliche Interesse. Die Firma war der Hof- und Hauslieferant. Die Firma war das Aushängeschild auch politisch, also nicht nur wirtschaftlich, auch politisch nach außen. Zwischen Kaiser und Friedrich Alfred gab es ja auch viele Gemeinsamkeiten, sicherlich im Denken. Also es war das Aufkommen der Arbeiterbewegung. Man hat sicherlich gleich ähnliche Empfindungen gehabt, wo man sagte, das sind Dinge, die unser Lebenswerk oder unsere Einstellung oder unsere Politik stören werden. Also natürlich diskutiert man sowas. Es gab aber zum Beispiel keine innige Freundschaft zwischen den Frauen. Man hat nicht zusammen die Sommerferien verbracht. Also so war die Freundschaft nicht. Ich glaube, es war eine Funktionsfreundschaft, immer aber unter dem Bild und unter dem Schirm der doch großen unterschiedlichen sozialen Schicht. Das war einfach so. Manchen gilt Friedrich Alfred als willenloses Werkzeug des Kaisers. Als Krupp 1896 die Germania-Werft übernimmt, sieht es nach einem Gefallen für Wilhelm II. Aus. Wahrscheinlich ist es ein kühl kalkuliertes Geschäft des Firmenchefs gewesen, der sich Großaufträge erhofft. Der Staatssekretär im Reichsmarineamt, Konteradmiral Alfred von Tirpitz, organisiert die Erweiterung der Flotte.
Krupp unterstützt hinter den Kulissen das ehrgeizige Programm. Einige Zeitgenossen sind überzeugt, Krupp habe den geltungssüchtigen Monarchen vor seinen Karren gespannt. Wenn Wilhelm II. Nach Essen reist, heißt es im Volksmund, Lehmann holt sich seine Provision ab. Zwar erweist sich der Schiffbau als Millionengrab, aber die gesamten Rüstungsaufträge machen die Verluste mehr als wett. Es ist viel politische unter Friedrich Alfred Krupp. Erstens, weil es ja diese gewaltigen Marineaufträge gibt. Also besonders nach 97, 98, wo Tirpitz dann die neue Flottenpolitik einsetzt und die deutsche Weltpolitik einsetzt. Es sind diese gewaltigen Marineaufträge, aber da sind auch gewaltige Gewinne dabei. Und das wird zuerst von den Sozialdemokraten angegriffen, dann auch von den anderen Oppositionsparteien, von der Zentrumspartei. Er wird aber auch von Tirpitz selbst aufgegriffen. Also Tirpitz ist auch entsetzt über die Höhe dieser Gewinne, die die Firma Krupp mit den kaiserlichen Aufträgen macht. Und dann am Ende kommt noch der persönliche Skandal, wo die Opposition dann auch eine Möglichkeit sieht, den Kaiser mit hineinzuziehen in ein Feld von Skandal. Krupp ist eine feste Größe im wilhelminischen Obrigkeitsstaat. Der Kaiser betrachtet ihn als seinen Unternehmer. Doch die Angriffe aus dem Parlament verstummen nicht und so ändert sich zwangsläufig das Verhältnis der Firma zu ihrem wichtigsten Auftraggeber. Der politische Einfluss in Berlin schwindet. Schon kurz nach dem Tod des Vaters hat der Krupp-Erbe damit begonnen, die Villa Hügel in eine wohnliche Behausung zu verwandeln. Er lässt die alten Fenster durch neue ersetzen, die man öffnen kann. Eine riesige Bibliothek wird eingerichtet. Gemälde und Skulpturen sollen die tristen, feuersicheren Wände für die Familie erträglich machen. Zwei Töchter hat das Ehepaar Krupp. Die ältere heißt nach der Großmutter Bertha, die jüngere Barbara. Ein männlicher Erbe ist ausgeblieben. Im Lauf der Jahre haben sich die Eheleute immer weiter voneinander entfremdet. Friedrich Alfred erwägt eine Trennung von seiner Frau. Der Firmenchef ist seit frühester Jugend kränklich, leidet zeitlebens an Asthma und Rheumatismus. Wenn es die Geschäfte erlauben, verbringt er viel Zeit in den eleganten Badeorten Südfrankreichs und Italiens. Im Winter ist die Insel Capri sein bevorzugtes Refugium, wo er sich Kuren unterzieht und meeresbiologische Forschungen betreibt. Er finanziert sogar den Bau einer Serpentinenstraße, die Via Krupp genannt wird. Doch schon bald gibt es Gerüchte, der reiche Fabrikant aus Deutschland nutze die Abgeschiedenheit der Insel auch für exzentrische Ausschweifungen. Italienische Zeitungen behaupten, der mächtige Mann führe auf Capri ein Doppelleben. Die gelegentlichen Auftritte mit Ehefrau und Töchtern seien nur Fassade. Tatsächlich lebe der berühmte Gast dort seine homosexuellen Neigungen aus. Als der sozialdemokratische Vorwärts am 15. November 1902 die Vorwürfe veröffentlicht, lässt Krupp dementieren und verklagt die Redakteure. Alles sei ganz harmlos, die Italiener hätten seine Großzügigkeit wohl missverstanden. Ein solcher Skandal, wie er eben um die Jahrhundertwende zur Zeit von Kaiser Wilhelms II. Passierte, war grundsätzlich eine absolute Katastrophe, ein absolutes No. Ich meine, jeder wusste, dass es natürlich vorkam. Aber es wurde immer unter die Decke gekehrt, egal bei welcher Familie. Aber dass natürlich die herausragendste Familie Deutschlands ausgerechnet so einen Fall hat, das war natürlich ein Skandal. Eine Familie wurde natürlich über diesen Skandal, über meinen Urgroßvater Friedrich Alfred, des Öfteren gesprochen. Man muss zurückdenken wieder in die Zeit der 60er Jahre, 70er Jahre. Damals wäre das auch noch ein Skandal gewesen. Aus heutiger Sicht ist sowas ja gar kein Skandal mehr. Dass es damals ein dramatischer Skandal war, als das passierte, das ist klar. Und das hat natürlich die Firmengeschichte geprägt, das hat auch die Familiengeschichte geprägt. Drei Tage nach der Veröffentlichung des Artikels bittet Krupp um eine Audienz beim Kaiser. Doch zu dem Treffen kommt es nicht mehr. Friedrich Alfred wird am Morgen des 22. November bewusstlos in seinem Bett aufgefunden und stirbt noch am selben Tag. Wilhelm II. Gibt ihm persönlich in Essen das letzte Geleit.
Wie es mit der Firma Krupp weitergehen soll, ist unklar. Soweit ich weiß, hat Friedrich Alfred Krupp selbst eigentlich nicht sehr viel gemacht, um dieses Problem zu lösen. Seine Töchter waren eigentlich zu jung, als er lebte, und er ist sehr, sehr schnell und sehr unerwartet dann gestorben. Man weiß, dass er gedacht hat, dass keine Frau fähig sein könnte, an der Spitze eines solchen Unternehmens zu stehen. Bertha Krupp, die Alleinerbin, ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Bertha Krupp und ihr Gatte Gustav von Bohlen und Halbach erlebten Boomzeiten und Wirtschaftskrisen, Potentaten und Diktaturen. Einer der Höhepunkte ist der Besuch Adolf Hitlers in der Villa Hügel anlässlich des 70. Geburtstages des Hausherrn. Am 7. August 1940 macht der Führer dem Stahlmagnaten und der Familie seine Aufwartung. Ganz gleich, wer in Deutschland an der Macht ist, auf Krupp ist Verlass. Der Mythos Krupp beruht auf der dauernden, direkten Verbindung zwischen Firma und Familie. Und das ist vielleicht noch stärker ausgeprägt wie bei allen anderen industriellen Dynastien, die wir kennen. Die unbedingte Unterordnung des persönlichen und auch des familiären Glücks unter die Interessen der Firma sind das grundlegende Charakteristikum von Krupp und machen vielleicht den Mythos Krupp auch aus. Die ganze schicksalhafte und teilweise auch leidvolle Geschichte dieser Familie hängt auch damit zusammen, dass die Firma von ihnen Opfer verlangte, die man auch bereitwillig erbrachte. Mit dabei an jenem Festtag mit dem Führer Bertha Krupp, die Alleinerbin des Konzerns. Meine Großmutter Bertha, die ich leider persönlich nicht mehr kennenlernen konnte, denn als sie verstarb, war ich gerade anderthalb Jahre alt. Die wurde mir nun zum einen von meinen Eltern, auch von meinen Onkeln und natürlich auch von meinen etwas älteren Vettern und Cousinen erläutert. Und ihr Charakter wurde eigentlich immer dargestellt eben als eine sehr vornehme Dame. Eine sehr herzensverbundene Name, die aber mit einer ganz besonderen Direktheit war. Also sie konnte, glaube ich, in der Person war sie immer sehr sanft, aber in der Sache sehr hart. Sie wusste, was sie vertrat. Sie wusste, was für sie Krupp bedeutete. Sie hatte ein immenses Vertrauensverhältnis in ihren Mann. Die beiden haben zwar das Geschäft gemeinsam betreut und überwacht, aber geführt hat er. Und sie hat sicherlich als die stille, graue Eminenz die eigentlichen Entscheidungen garantiert nicht nur mit überwacht, auch mitgetragen hat, aber ihn nach außen auftreten lassen. 1906 heiratet die 20 Jahre alte Tochter des früh verstorbenen Friedrich Alfred Krupp den 16 Jahre älteren Diplomaten Gustav von Bohlen und Halbach. Anfang des 19. Jahrhunderts hätte man dynastisch gedacht und man hätte wahrscheinlich einen Sohn eines anderen Industriemagnaten genommen, zum Beispiel einen Sohn von August Thyssen. Anfang des 20. Jahrhunderts war das eigentlich nicht mehr so üblich, hat man nicht mehr so gemacht. Und also wie es dann gekommen ist, wahrscheinlich wurde als besser angesehen, sozusagen einen Aristokraten oder einen Diplomaten zu heiraten und nicht einen industriellen Sohn. Der Kaiser selbst soll den Spross einer Familie, die mit Unternehmungen in Amerika zu Vermögen gekommen ist, für Bertha ausgesucht haben. Tatsächlich lernt sie den Botschaftsattaché der deutschen Vertretung beim Vatikan auf einer Reise nach Rom kennen. Gustav wurde immer als derjenige dargestellt, der, da er ja diese unglaublich wohlhabende Tochter Bertha geheiratet hat, als braver Staatsdiener, Diplomat am Heiligen Stuhl in Rom, junger, wohlerzogener Mann, wird nun Ehemann der reichsten Frau Deutschlands und einer der reichsten Frauen, vermögendsten Frauen der Welt. Er musste und hat sich auch Zeit seines Lebens beweisen müssen, dass er sie
nicht wegen ihres Geldes geheiratet hat. Das kommt ja heute auch gelegentlich vor. Das ist ein ganz schwieriges Momentum, glaube ich. Denn sie stehen ja jeden Morgen vorm Spiegel und sagen, du hast die Frau sicherlich aus Liebe auch geheiratet, aber die Zweckfunktion darf nicht das Geld und das Vermögen sein. Verlobungsfoto der beiden Krupp-Töchter mit ihren Auserwählten nebst Mutter Margarete. Zur gleichen Zeit, als Bertha und Gustav heiraten, ehelicht die jüngere Schwester Barbara den preußischen Adligen Thilo von Wilmowski. 25 Jahre danach lassen sich die Eheleute an gleicher Stelle noch einmal ablichten. Zur Feier des Tages posieren 1931 auch die sieben Kinder der Bohlen und Halbachs für den Fotografen. Der zahlreiche Nachwuchs hat inzwischen aus der Villa Hügel das Heim einer Großfamilie gemacht. Von Firmenpatriarch Alfred Krupp 1870 entworfen, bietet der mächtige Koloss aus Stein, Eisen und Stahl wenig Nestwärme, trotz intensiver Bemühungen der Nachfolger. Die verschiedenen Generationen Krupp haben die Villa Hügel ja auch unterschiedlich genutzt und wahrgenommen. Also Alfred hat sie noch als karge Industriemaschine gebaut. Die Nachfolger Friedrich Alfred und dann auch Gustav Krupp von Bohl und Halbach haben sie dann versucht, wohnlich zu machen. Also durch die Einbauten von Bibliotheken, von Kunstschätzen, die diese Villa ja heute noch kennzeichnen. Und sie haben versucht, diesen Ort zu einem Wohnort zu machen. Ich glaube, es ist nie ganz gelungen. Das Arbeitszimmer des neuen Herrn über das Imperium der Krupps wurde im Zustand von damals belassen. Zum 100. Firmenjubiläum 1912 ließ Gustav Gattin Bertha und die Söhne porträtieren und das Gemälde neben seinem Schreibtisch aufhängen. Das Familienoberhaupt ist diszipliniert und durchsetzungsstark, gilt aber als wenig fantasiebegabt und einfallsreich. Gustav hat ja auch einen Charakter entwickelt, diese ganz mechanische, sture Fokussierung auf die reine Arbeit. Es gab bei ihm ja auch so gut wie keine Leidenschaften und Hobbys. Also es gab die Jagd. Die Jagd, das war so der einzige Ausgleich. Es gab aber kaum eine Anzahl von großen Hobbys und Ablenkungen, sondern es galt darum, jeden Tag der beste Kruppianer zu sein. Der erste Kruppianer im Werk, der erste im Büro und einfach die ganz gerade Linie zu fahren, wie er auch, schätze ich, wie er war. Wie ich nun wiederum auch aus anderen Erzählungen weiß, denn aus der bohlenschen Seite, dass er eben ein so ein ganz absolut geradliniger und komplett fokussiert auf diese Rolle des besten Kruppianers. Kaiser Wilhelm II. Pflegt wieder intensive Beziehungen zu den Krupps und demonstriert regelmäßig auch persönlich in Essen seine Wertschätzung für den neuen Firmenchef. Es ist auch interessant, dass er den Namen Krupp genommen hat, also durch eine besondere kaiserliche Genehmigung. Also er will in der Firma unbedingt eine Rolle spielen und hat eigentlich Probleme mit den Krupp-Direktoren. Also die sehen ihn als Außenseiter, er ist ja kein Mann der Stahlindustrie. Er ist Adliger, er ist Diplomat, aber es ist nicht ein Ruhrmensch. Da ist ein ziemlich großes Misstrauen und Gustav Krupp kämpft eigentlich immer mit diesem Misstrauen. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach gibt sich alle Mühe, den hohen Erwartungen gerecht zu werden. Hinter den Kulissen aber beeinflusst Gattin Bertha als heimliche Herrscherin viele der geschäftlichen Entscheidungen. Die Empfehlungen der Konzerninhaberin soll er in der Regel kurz und knapp mit "Jawohl, Bertha" beantwortet und entsprechend umgesetzt haben. 1907 hat sie dem Stammhalter Alfried das Leben geschenkt. Nach dem Tod des zweitgeborenen Sohnes Arnold bringt sie 1910 Klaus auf die Welt. Die dynastische Nachfolge scheint also gesichert, als die Firma Krupp 2 Jahre darauf ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Nach Friedrich Alfreds Tod ist die Firma weiter in rasantem Tempo gewachsen. Und auch unter dem Schwiegersohn fährt der Konzern zunächst hohe Gewinne ein. Gustav Krupp hat weitergemacht mit dem, was Friedrich Alfred Krupp schon geleistet hat. Er sah die Lage, also dass es sehr auf den Staat konzentriert war, sehr auf Rüstungsaufträge. Er wollte mit den Beamten des Staates zusammenarbeiten. Es sind einige, die
wenn Sie über die Geschichte der Firma Krupp nachdenken, sagen, dass es keine große Innovation gibt. Aber das ist auch richtig für die Stahlindustrie insgesamt in dieser Zeit, dass die großen Innovationen in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts stattgefunden haben, dass er nicht so technisch begeistert war wie Friedrich Alfred Krupp, ist, glaube ich, nicht eine Ursache der wirtschaftlichen Probleme der Firma. Die größte Ursache der Probleme der Firma ist diese Konzentration auf die Rüstungsgüterindustrie. Und so wird anlässlich des Jubiläums auch die Produktion von Kanonenrohren filmisch dokumentiert. Es werden bei Krupp Geschütze aller Größen gefertigt, doch vor allem die dicke Bertha hat es inzwischen zu weltweitem Ruhm gebracht. Die Kanonen- und Waffenproduktion beginnt unter Alfred Krupp in der Zeit schwerpunktmäßig des Dänischen und des Deutsch-Französischen Krieges. Da wird der Mythos des Kanonenkönigs begründet, aber die Phase vor dem Ersten Weltkrieg ist natürlich die, wo die Waffenproduktion extrem expandiert. Und das darf man nicht vergessen, Krupp auch in den kolonialen Kriegen eine ganz wichtige Rolle spielt. Krupp mit seinen internationalen Kontakten ist der geborene Waffenlieferant weltweit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Krupp hat sehr früh angefangen mit Wehrtechnik, mit Waffen. Es war ein Aushängeschild. Es war aber nicht nur ein Aushängeschild für Krupp, es war ein Aushängeschild für Deutschland. Man war ja stolz, dass man so einen Fabrikanten hatte. Es wurde der Kaiser eingeladen, um die Kanonen und die Panzerplatten zu zeigen. Mein lieber Bohlen, hatte Wilhelm II. In seiner Hochzeitsrede den neuen Chef angefeuert, unserem deutschen Vaterlande auch fernerhin Schutz- und Trutzwaffen zu liefern, welche in Fabrikation und Leistungen nach wie vor von keiner Nation erreicht werden. Und so überzeugt sich der Monarch immer wieder selbst bei Kaisermanövern von der Durchschlagskraft Kruppscher Kanonen. In Berlin kursieren Gerüchte, Krupp habe sich mit Bestechungsgeldern Vorteile bei der Vergabe von Rüstungsaufträgen verschafft. Forderungen nach staatlicher Kontrolle werden empört zurückgewiesen. Die europäischen Großmächte rüsten sich mit Waffen und Munition für einen militärischen Konflikt. Als der Erste Weltkrieg im Sommer 1914 ausbricht, ist das kaiserliche Deutschland die treibende Kraft. Und vor allem dank der Firma Krupp bis an die Zähne bewaffnet. Es war ein Geschenk in einem Sinne, also dass da diese gewaltige Rüstungsexpansion gewesen ist. Aber man hat sich schon gleich bei den ersten Kriegsmonaten die Sorge gemacht, was geschieht danach. Also das ist eine Firma, die so sehr auf die Rüstung spezialisiert gewesen ist, dass der Übergang zur Friedensproduktion in jedem Fall, auch wenn man sich vorstellen könnte, dass Deutschland den Krieg gewinnen könnte, das wäre auch schwierig gewesen. Artilleriekanonen verwandeln die Schlachtfelder in Belgien, Frankreich und Russland in Mondlandschaften und Todeszonen. Auf einer Postkarte aus dem Jahr 1916 werden die todbringenden Granaten aus Kruppscher Produktion ungeniert verherrlicht als ein deutscher Gruß aus Essen. Die Familie Krupp hat inzwischen weiteren Nachwuchs hervorgebracht. Irmgard und Berthold sind noch vor dem Krieg geboren. 1916 bringt Bertha Sohn Harald auf die Welt. Auch während des Krieges herrscht im Hause Krupp eiserne Disziplin. Die Mahlzeiten werden meistens schweigend eingenommen. Unpassende Bewegungen sind ebenso verpönt wie lautes Lachen. Dank des Panzerstahls aus Kruppscher Fertigung hat Deutschland seine Flotte massiv aufgerüstet, um es mit dem Rivalen Großbritannien aufzunehmen. Bei Kriegsbeginn fordern des Kaisers Admiräle den Einsatz gegen die britische Seeblockade. 2 Jahre lang verweigert Wilhelm seine Zustimmung. Erst 1916 kommt es zu einer einzigen Seeschlacht im Skagerrak. Vor 1914 hatten die deutschen Militärs die Entwicklung neuartiger Waffensysteme mit Skepsis betrachtet. Schon 1906 wurde auf der Germania-Werft in Kiel das erste Unterseeboot gebaut. Doch wegen der Zurückhaltung der Auftraggeber liefen bei Krupp viel zu wenige der lautlosen Jäger vom Stapel.
Wenn man über die Kruppsche Waffenproduktion spricht, dann kann man sagen, dass der Deutsch-Französische Krieg sicherlich mit den Kruppschen Waffen gewonnen wurde. Also die Kruppschen Stahlkanonen sind ein wichtiger Grund für den Sieg im Deutsch-Französischen Krieg. Im Ersten Weltkrieg verhält sich das ein bisschen anders. Also im Ersten Weltkrieg produziert Krupp Millionen von Granaten und auch von Geschützen. Aber vielleicht ist der Innovationsgrad der Waffen, die Krupp produziert, für den Ersten Weltkrieg nicht ausreichend. Und wenn man darüber nachdenkt, dass der Stellungskrieg vielleicht mit Kruppschen Kanonen geführt werden konnte, so ist die Überlegenheit der deutschen Waffen eben nicht so, dass man diesen Krieg gewinnen konnte. Und von daher ist der Erste Weltkrieg vielleicht auch eine Niederlage der Kruppschen Waffenproduktion. Amerikas Eintritt in den Krieg bringt die Wende im blutigen Völkerringen. Ende März 1918 treffen die ersten Soldaten in Europa ein. Eine 250.000 kommen pro Monat. Mit modernstem Gerät ausgerüstet bringen die Alliierten den Deutschen furchtbare Verluste bei. Hunderttausende deutsche Soldaten sterben oder werden verwundet. Der traurige Rest geht in Gefangenschaft. Auch die Nachrichten aus dem Reich sind für den Kaiser wenig erbaulich. Die Arbeiter drohen mit Streiks. Bei Demonstrationen werden sogar die Abdankung des Kaisers und das Ende der Monarchie gefordert. Sozialistische Politiker erhoffen sich von der Zeitenwende auch das Ende des kapitalistischen Systems, das Krupp wie kaum eine zweite Firma repräsentiert. Karl Liebknecht hatte schon vor dem Krieg gegen die Macht des Konzerns aus Essen mobil gemacht. Doch erst im Herbst 1918 besteht die realistische Aussicht, auch die 170.000 Krupp-Arbeiter von der Gängelung durch die Eigentümer zu befreien. Der Preis der Kruppschen Wohltaten war die politische Enthaltsamkeit. Also jeder, der sich sozialistisch oder überhaupt politisch engagierte, war in kürzester Zeit entlassen. Da war Krupp, schon Alfred, aber auch alle seine Nachfolger rigoros. Und man verfolgte geradezu jede Form der politischen Partizipation. Und deswegen kann man sagen, dass die Kruppianer auch sehr unpolitisch waren und keine Form der politischen Organisation in der Zeit, der großen Zeit der Arbeiterbewegung kannten. Das war der Preis für ein Leben bei und mit Krupp. Im September entschließt sich der Kaiser zu einem Besuch in Essen. Mit einer flammenden Rede will er die einst so loyalen Krupp-Arbeiter überzeugen. Jeder von uns bekommt von oben seine Aufgabe zugeteilt, sagt er. Du an deinem Hammer, du an deiner Drehbank und ich auf meinem Thron. Seine Worte werden äußerst kühl aufgenommen. Der Kaiser dankt schließlich ab. Die Gewehre der Reichswehr bringen die sozialistische Revolution zur Strecke. Die Weimarer Republik muss in Versailles harte Friedensbedingungen akzeptieren. Nach dem Willen der Sieger wird Deutschland entmilitarisiert und muss Reparationen in Höhe von 132 Milliarden Goldmark leisten. Und es darf keine neuen Waffen herstellen. Alliierte Inspekteure beschlagnahmen an den Fronten und im Reich verbliebene Rüstungsgüter. Auch Kanonen und U-Boote aus Kruppscher Produktion werden massenweise abtransportiert und teilweise verschrottet. Bei Krupp selbst werden 9.000 Maschinen und 800.000 Werkzeuge zerstört, Fabrikhallen für die Waffenproduktion abgerissen. Die Zukunft der Kanonenkönige, wie die Krupps einst spöttisch bewundernd genannt wurden, sieht düster aus. Auch um einen Aufstand gegen die Firmenleitung zu vermeiden, haben die Krupp-Werke bei Kriegsende massenweise Arbeiter entlassen, die binnen weniger Tage die Stadt verlassen. Der Rest, die alten Kruppianer, sind froh, dass sie weiter beschäftigt werden. Und die Firma gerät rasch an den Rand des Ruins. Es war letztendlich natürlich eine Katastrophe auch für die Familie. Das Scheitern nach dem Ersten Weltkrieg wurde eigentlich nie in einer solchen Gewichtung erzählt, wie eben die ganze Thematik Zweiter Weltkrieg, also Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg, damals die Entflechtung, das waren die Themen zu Hause. Also Erster Weltkrieg generell und auch die Jahre danach und das Scheitern, Wiederaufbau, war bei uns also individuell kein Thema. Diese Umstellung auf den Frieden war immer problematisch. Also man hat natürlich andere Produkte gehabt,
die Eisenbahnindustrie. Man arbeitete immer noch mit dem Staat zusammen für die Deutsche Reichsbahn. Das war eine große Quelle von Aufträgen in den 20er Jahren. Stolz präsentiert Krupp 1919 die erste nach dem Krieg gebaute Lokomotive. Gedreht wird die Szene fürs firmeneigene Archiv. Man exportiert sogar in die Sowjetunion. Weil Deutschland mit Reparationslieferungen im Rückstand ist, besetzt Frankreich im Januar 1923 mit 100.000 Mann das Ruhrgebiet. Die industrielle Produktion wird an ihrer empfindlichsten Stelle getroffen. Die französische Besetzung des Ruhrgebietes und übrigens auch der Kruppwerke spielt für die nationale und völkische Einheit in Deutschland in den 20er Jahren, aber auch für die Akzeptanz des Ruhrgebietes als Industrieregion im Deutschen Reich eine ganz zentrale Rolle. Das industrielle Ruhrgebiet ist lange verachtet worden, auch im Kaiserreich. Und erst mit der französischen Besatzung tritt es als Industrieregion in den Fokus, in das Zentrum der nationalen Bewegung. Und dieser Widerstand gegen diese französische Ruhrbesetzung, in der Gustav Krupp und die Firma Krupp eine wichtige Rolle spielt. Es geht da am Samstagmorgen, am Ostersamstagmorgen, um eine Schießerei auf dem Krupp-Gelände, für das dann Gustav Krupp letztendlich die Verantwortung übernimmt. In dieser Zeit entsteht dieser nationale Mythos Krupp und Ruhrgebiet, und da spielt eben Gustav Krupp eine ganz entscheidende Rolle. Die Hinrichtung des Freikorpskämpfers Albert Schlageter wird vor allem von rechtsgerichteten Kräften propagandistisch ausgeschlachtet. Unter der Anklage, sie hätten den Widerstand gegen die Besatzungsmacht organisiert, stellen die Franzosen Gustav Krupp und einige seiner Direktoren vor Gericht. Der Konzernlenker wird zu 15 Jahren Gefängnis und 100 Millionen Mark Geldstrafe verurteilt. Während der Gatte in Haft ist, lässt sich Ehefrau Bertha mit ihren Kindern fotografieren. Nach 7 Monaten lässt man den Vater wieder laufen. Der Konzern entgeht der drohenden Kontrolle durch die Franzosen, indem man eine Holding gründet und so deren Einfluss auf Krupp-Betriebe außerhalb des Ruhrgebiets verhindert. Weil die Rücklagen der Firma zu einem erheblichen Teil aus Wertpapieren bestehen, erleidet Krupp durch Hyperinflation und Währungsumstellung massive Verluste und muss in den USA einen hohen Kredit aufnehmen. Bereits 1916 haben die Krupps ein altes Jagdschloss im Salzburger Land erworben, das dem 2 Jahre zuvor ermordeten österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand gehört hatte. Als sich die finanzielle Lage der Familie verbessert, lässt Bertha das Anwesen renovieren und für die Großfamilie herrichten, die hier in den 20er Jahren regelmäßig ihre Ferien verbringt. Weil die Franzosen noch die Villa Hügel besetzt halten, verbringt vor allem Gustav im ersten Jahr nach seiner Freilassung viel Zeit in Blühnbach. Die Sprösslinge der Krupps genießen die unbeschwerte Zeit. Der Vater frönt ausgiebig seiner Jagdleidenschaft. Zahllose Fotos entstehen während der Aufenthalte in den Bergen. Jedes Kind besitzt ein riesiges Fotoalbum mit den Dokumenten des Kruppschen Familienidylls. Auch Bertha und ihr Gatte posieren für die Kamera. Mitte der 20er Jahre befindet sich die Firma wieder auf Erfolgskurs, denn die Wirtschaft boomt in Deutschland. Krupp knüpft an alte Blütezeiten an und versucht sich an der Produktion von Stahl für den Massenmarkt. Man hat auch etwas illegal gegen den Geist des Versailler Vertrag gemacht, indem man mit der Sowjetunion eine Art verkleidete Rüstungsproduktion machte, also Panzer als Traktoren getarnt. Krupp arbeitete auch mit der schwedischen Firma Bofors zusammen. Aber da waren einige Produkte, die schon vor dem Ersten Weltkrieg da waren, die in eine andere Zukunft wiesen, so Hartmetall, also Metall mit Legierungen, das nannte sich Vidia. Das war offenbar ein Zukunftsprodukt, und mit diesen neuen Sachen konnte man eigentlich nicht so viele Leute beschäftigen, wie das im Kaiserreich oder im Weltkrieg der Fall gewesen ist. Die Weltwirtschaftskrise lässt die Stahlmagnaten an der Ruhr nicht ungeschoren. Auch bei Krupp kommt es zu Massenentlassungen und Arbeitskämpfen.
Man einigt sich schließlich auf maßvolle Lohnkürzungen zwischen 6 und 8% und auf Kurzarbeit. 1930 stirbt mit Margarete Krupp das letzte Bindeglied zum schon jetzt legendären Aufstieg des Familienbetriebs im 19. Jahrhundert. Von Bohlen und Halbach ist jetzt der bestimmende Name auf dem Hügel. Der Tagesablauf in der Krupp-Villa ordnet sich den Gepflogenheiten des Hausherrn unter. Bertha und Gustav führen ein herrschaftliches Haus mit großen Empfängen und Familienfesten. Doch selbst an solchen Tagen begibt sich das Ehepaar pünktlich um 22 Uhr ins Bett. Für die Nachwelt lässt sich der Stahlmagnat 1930 mit seiner Familie auf einem riesigen Gemälde verewigen. Als sei die Zeit stehen geblieben, dokumentiert das Werk auch das bevorstehende Ende der großbürgerlichen Welt der Industriedynastien in Deutschland, die nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten letztlich zerstört wird. Krupp sah sich eigentlich auch als Verteidiger des Alten und er wollte einen Konservatismus, aber für ihn war der Nationalsozialismus eigentlich nicht konservativ, sondern revolutionär, war bedrohend, er hatte auch zu den extrem nationalistischen Plänen kein gutes Verhältnis gehabt und war misstrauisch. Also zu der kritischen Zeit im Januar 1933, als diese Pläne geschmiedet werden, um Hitler an die Macht zu bringen, war Gustav Krupp von Bohlen und Halbach nicht in Deutschland, nicht im Ruhrgebiet, sondern er war in der Schweiz im Engadin. 1937 besucht der Diktator den Ruhrindustriellen Emil Kirdorf zu dessen 90. Geburtstag. Anwesend sind zahlreiche Größen des Dritten Reichs. Im Gegensatz zu den Krupps hat Kirdorf schon früh den Aufstieg der Nazis gefördert und Treffen des Führers mit Unternehmern an Rhein und Ruhr organisiert. Kirdorf habe, behauptet Hitler, die Partei vor dem finanziellen Ruin gerettet. Das wäre dem Bohlen und Halbachs nie in den Sinn gekommen. Am Anfang stand Gustav dem Nationalsozialismus und diesem aufkommenden Idee des Dritten Reiches am Anfang noch sehr skeptisch gegenüber. Er wurde ja auch sehr scheel angeschaut, als er damals 1932 nicht dieser Rede des Führers im Industrieclub gefolgt ist, dass er nicht anwesend war. Alle anderen waren anwesend, er hat gewählt. Er hat nachher sich gewandt. Er hat mehr und mehr politisch wohl doch diesem aufstrebenden Nationalsozialismus nahe gefühlt. Und da kommt dann so ein bisschen so die Mentalität zum Ausdruck, lass uns da jetzt mitschwimmen, bevor alles verloren ist. Am 1. Mai 1934 feiert die Familie zusammen mit Formationen aus Partei und Belegschaft den Tag der Arbeit. Alle demokratischen Organisationen und Gewerkschaften sind aufgelöst. Die Firma hat sich entschlossen, mit dem Nazi-Regime zusammenzuarbeiten. Konzerninhaberin Bertha Krupp macht gute Miene zum bösen Spiel. Meine Großmutter Bertha war ja sehr suspekt, was sich dort abspielte. Und war weder Freundin vom Nationalsozialismus noch von Hitler, hat sich zu Anfang ja auch versucht, ihm nicht zu begegnen. Meine Großmutter war überhaupt, glaube ich, eine sehr umsichtige Dame und war vom Charakter auch jemand, die sich durch nichts und gar nichts blenden ließ. Und sie war eben so eine Person, die schon sehr tief geschaut hat. Als auf dem Hügel erstmals die Hakenkreuzfahne aufgezogen wird, soll Bertha zu einer Erzieherin gesagt haben, gehen Sie hinunter und sehen Sie, wie tief wir gesunken sind. Die Krupps zeichnen wie immer verdiente Kruppianer aus. Im Dritten Reich entspannt sich die wirtschaftliche Situation, die Firma erreicht rasch wieder die Gewinnzone. Auch der Stammhalter, der 26 Jahre alte Alfred, ist mit dabei. Gustav war ja schon ein älterer Herr, der sicherlich mehr statisch dachte. Alfred, junger Mann, hatte die Erlebnisse des Ersten Weltkrieges, die die Familie betrafen, gerade noch frisch miterlebt. Deutschland kam aus einer Hyperinflation, Deutschland kam aus der Zeit einer extrem hohen Arbeitslosigkeit.
Und wie viele junge Menschen hatten die eine Hoffnung? Die sahen ja eine Hoffnung in diesem Vorantrieb des Nationalsozialismus, des Versuchs, Arbeitslosigkeit zu beseitigen, garantierte Arbeitsplätze, Wohlstand für alle, Programme, die geschaffen wurden. Also ich kann mir vorstellen, dass er als einer der dreien, also Vater, Mutter und Sohn, dass er sicherlich derjenige war, der am ehesten auch eine positive Zukunftsrichtung im Nationalsozialismus sah. Alfried von Bohlen und Halbach hat an der Technischen Hochschule in Aachen seinen Abschluss gemacht. Seit 1930 arbeitet er in der Firma. Nach ein paar Jahren wird er sogar Vorstandsmitglied. Für eine Kamera des Firmenarchivs besichtigt Alfried eine gerade fertiggestellte Lokomotive. Krupp legt Wert darauf, dass überwiegend zivile Produkte gefertigt werden. Da war immer ein sehr erklärlicher Hintergedanke, dass man nicht wieder so viel auf die Rüstung setzen sollte, weil das ja im Ersten Weltkrieg so der Firma geschadet hat. Das Unternehmen wurde dann schon Mitte der 30er Jahre als nationalsozialistisches Musterbetrieb vorgestellt. Also, und das passte eigentlich ganz gut in die Weltauffassung der Nazis, eine solche Firma mit diese stolzen Arbeiter, die Teil einer Gemeinschaft gewesen sind. Im Frühjahr 1936 hat sich der Führer in Essen angesagt, um eine Rede zu halten. Im Handstreich hat die Wehrmacht zuvor das entmilitarisierte Rheinland besetzt. Auch Propagandaminister Goebbels ist vor Ort. Er notiert in sein Tagebuch: Fahrt nach Essen. Unvorstellbar. Die Einfahrt ist grandios. Ganzes Ruhrgebiet auf den Beinen. Krupphalle, 120.000 Arbeiter. Sirenen heulen. Minute Stille. Unbeschreiblich, als der Führer kommt. Diese Rede. Ein Appell an das Herz der Nation. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, deutsche Arbeiter. Wir haben bewiesen in diesen drei Jahren, dass wir ein Volk sind, das bestehen kann vor den anderen. Und darum bitte ich dich nun, deutsches Volk, darüber gib nun dein Urteil ab. Der Welt unterstelle ich mich nicht, die kann mich nicht richten. Dir unterwerfe mich, richte du mich, gib du ein Bekenntnis ab, ob du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Um mich damit berechtigt zu sagen, das, was ich jetzt hier erkläre, das erklärt Deutschland, das erklärt das deutsche Volk. Gustav Krupp empfängt persönlich den Diktator. Bertha lässt sich mit Migräne entschuldigen. Zuflucht vor dem wachsenden Einfluss der Nazi-Bonzen findet man wie immer in Blühnbach, wo sich die ganze Familie in ortsüblicher Bekleidung fotografieren lässt. Klaus von Bohlen und Halbach gilt in der Familie als idealer Erbe des Imperiums. Doch Alfried ist der Erstgeborene. Alfred war ein sehr introvertierter Typ. Wenn man von seiner Jugend weiß, auf ihm lastete alles, weil er war nun der alleinige Erbe. Er war derjenige, auf den gezählt wurde. Er hat, glaube ich, sehr schwer mit seiner Bürde gehadert. Er hat sehr lange studiert. Er hat sich sicherlich, und man kann es gut verstehen, vielleicht auch schwer getan, den Stichpunkt, den Zeitpunkt zum Einstieg in diese Aufgabe zu wählen. Gegen den Willen der Eltern heiratet er aus Liebe die geschiedene Anneliese Bahr, die ihm den Sohn Arndt schenkt. Das entspannt die Lage nur vorübergehend. Als Bertha und Gustav ihm mit Enterbung drohen, lässt Alfried sich scheiden. Anneliese wird mit einer üppigen Apanage ausgestattet. Die Geschäfte der Krupps gehen dank der nationalsozialistischen Rüstungspolitik glänzend. Im Geschäftsjahr 1937-38 weist die Bilanz einen Reingewinn von 97 Millionen Reichsmark aus. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach hat allen Grund, dem Führer vor den Kruppianern zu danken. Wenn wir die Arbeit ehren, so handeln wir auch im Sinne des Mannes, der an der Spitze des neuen Deutschlands steht,
der uns allen ein leuchtendes Vorbild vaterländischer Hingabe ist. So fordere ich Sie, den Werkskameraden, auf, mit mir einzustimmen in den Ruf. Unser geliebter Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. Sieg Heil! Sieg Heil! Hinter der Nazi-Kulisse versucht Gustav Krupp, auch regimekritische Geister nach Essen zu holen, wie den Leipziger Oberbürgermeister Karl Gördeler, der wegen des wachsenden Antisemitismus zurückgetreten ist. Der Führer verhindert schließlich den Wechsel zu Krupp. Persönlich erweist der Diktator dem Unternehmen auf Messen wie der Automobilausstellung in Berlin die Ehre. Der Name Krupp hat in Hitlers Welt noch den besonderen Klang der guten alten Zeit. Und so übernimmt das Dritte Reich nach und nach immer mehr Macht im Konzern. Es ist schon vor dem Zweiten Weltkrieg so, dass einige der bedeutenden Branchen der Firma, insbesondere diese problematische Germania-Werft, eigentlich schon von den Militärs geleitet wird. Und so, dass die unternehmerische Entscheidungsfähigkeit eigentlich in diesen Militärbereichen schon sehr gemindert gewesen ist durch die staatlichen Verwaltungsinstitutionen. Im Oktober 1939, 6 Wochen nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, feiert die Werft in Kiel den größten Erfolg ihrer Geschichte. U-47, 1938 hier vom Stapel gelaufen, hat unter dem Kommando von Kapitänleutnant Günther Prien 30 alliierte Handelsschiffe und das britische Schlachtschiff Royal Oak versenkt. Bei der Rückkehr werden Boot und Besatzung als Symbole überlegener deutscher Waffentechnik kameragerecht in Szene gesetzt. Was die Bilder nicht zeigen, die Germania-Werft hat trotz des staatlichen Einflusses schon seit 1935 in keinem Jahr mehr Gewinn erwirtschaftet. Bei der Vergabe von Rüstungsaufträgen wird Krupp nicht mehr bevorzugt, wie es noch in der Kaiserzeit der Fall war. Den Konkurrenten im Ruhrgebiet und anderswo gelingt es immer wieder, Krupp lukrative Bestellungen wegzuschnappen. Nach Kriegsbeginn ist die Investition in neue Waffentechnik allerdings kein großes Risiko mehr für Krupp, denn der Bedarf ist riesig. Am 7. August 1940 reist der Führer wieder einmal nach Essen, um die Krupp-Werke zu besuchen. Die Wehrmacht hält inzwischen große Teile des Kontinents besetzt. Hitler plant weitere Feldzüge im Osten. Diesmal wird der Diktator nicht vom Hausherrn empfangen, sondern von den Krupp-Direktoren. Nicht alle sind Anhänger des Dritten Reichs, doch regimekritische Äußerungen können fatale Folgen für die Geschäfte haben. Denn immer ungenierter beeinflussen staatliche Stellen und Parteigliederungen die Firmenpolitik. Für die Manager zählen nun vor allem die persönlichen Beziehungen zum Machtapparat. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach ist nicht mehr Herr im eigenen Haus. Im Anschluss an den Besuch der Gussstahlfabrik begibt sich Hitler mit seiner Entourage zur Villa Hügel, um dem Firmenchef zum 70. Geburtstag zu gratulieren. Als Belohnung für die uneingeschränkte Loyalität des Hauses Krupp. Nicht einmal der Soldatentod von Sohn Klaus vor ein paar Monaten hat Vater Gustav in seiner Treue wanken lassen. Jetzt ruhen alle Hoffnungen auf dem Ältesten. Es ist schon interessant, dass Alfred eigentlich direkt im Management eine Rolle spielt. In einer Weise, wie sein Vater, wie Gustav Krupp, das nie gemacht hat. Und Alfred Krupp scheint auch, jedenfalls am Anfang, bessere Kontakte zur Partei, scheint eigentlich mehr im nationalsozialistischen Geist zu sein als sein Vater. Nur 42 und 43 sieht man dann, wenn man die staatlichen Akten sieht und bei den Parteiakten, eine Art Enttäuschung, dass Alfred Krupp verbal offenbar sehr zugänglich gewesen ist, aber dann in der Praxis eigentlich nicht, was die Nationalsozialisten Führungsstarken nannten. Gustav baut gesundheitlich ab. Auch seine Frau ist nicht mehr die Jüngste.
Und so schlägt Krupp in einem Brief an Hitlers Sekretär Martin Bormann vor, Alfried zum alleinigen Inhaber des Firmenvermögens zu machen. Die Macht des neuen Chefs aber ist begrenzt. Wenn es um 42 oder 43 geht, ist wahrscheinlich die Diskussion über die Handlungsspielräume der Unternehmer eigentlich nicht mehr so groß. Also das ist mehr dann, also wo der Krieg sich zum totalen Krieg hinbewegt. Das ist eigentlich eine Kommandowirtschaft, wo auch die Partei sich ziemlich antikapitalistisch aufgeführt hat und die Parteigrößen, also die Robert Ley oder Martin Bormann, haben eigentlich Freude gehabt, den Industriellen in die Schranke zu weisen. Alfried gehört der Nazi-Partei an und ist seit seiner Studentenzeit förderndes Mitglied der SS. Trotzdem gibt es auch für ihn nur wenig Spielraum für unternehmerische Entscheidungen. Das neu gegründete Rüstungsministerium in Berlin bestimmt das militärische Beschaffungswesen. Manche Krupp-Manager haben mehr Einfluss in Staat und Partei als der Eigentümer. Nach dem Krieg muss sich Alfried vor Gericht für seine Rolle verantworten. Bis heute ist die Frage umstritten, wie weit der Krupp-Erbe in die Verbrechen der Nazis verstrickt war. Ankunft im Führerhauptquartier 1943. Die deutschen Rüstungsmagnaten sind beim neuen Minister Albert Speer zu Gast. Mit dabei Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, wie er sich jetzt mit Genehmigung des Führers nennen darf. Speer ist zunächst beeindruckt von dem jungen Manager, der laut Aussage von Staatssekretär Karl Otto Sauer im Nürnberger Krupp-Prozess nicht nur um Aufträge, sondern auch um Arbeitskräfte aus den besetzten Ländern nachsucht, die ihm Fritz Saukel, Speers Mann fürs Grobe, auch zur Verfügung stellt. Der Minister ist inzwischen überzeugt, dass der junge Krupp zu passiv agiert. Er wollte repräsentativ sein, spielte da seine Rolle perfekt. Aber als es um die Rüstungssteigerung, also um die Steigerung der Produktivität ging, dann hätte er auch, also vielleicht hätte er mehr tun können, um die Produktivität zu steigern, aber er wurde als schwach angesehen von der behördlichen Seite. Als eine Art Wirtschaftsdiktator Europas versucht Speer, den Nachschub für Front und Heimat sicherzustellen. In der Wochenschau präsentiert der Minister die neuesten Entwicklungen deutscher Waffentechnik. Um den Mangel an Arbeitskräften auszugleichen, lässt er in den besetzten Gebieten Arbeiter zwangsweise rekrutieren. Auch KZ-Häftlinge sind dem Architekten als Sklavenarbeiter in der Rüstungsindustrie inzwischen willkommen. Bei den Kriegsgegnern des Dritten Reichs bleibt Krupp auch im Zweiten Weltkrieg das Synonym für Aufrüstung und das Geschäft mit dem Tod. Auch wenn der Konzern in der Rüstungswirtschaft keine herausragende Rolle mehr spielt, ist er doch das bevorzugte Ziel alliierter Bombenangriffe. Immer öfter muss in Essen die Werksfeuerwehr ausrücken, um Brände zu löschen. Der eherne Klang des Namens Krupp kehrt sich jetzt gegen Firma und Familie. Im Herbst 1944 ist die Gussstahlfabrik ohne nennenswerte Fertigungskapazitäten. Essen liegt in Trümmern. Krupp erliegt im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit danach ein Stück weit auch seinem eigenen Mythos. Also der selbstfabrizierte Mythos des Kanonenkönigs und der Kanonenstadt fällt auf Krupp zurück. Krupp wird sicherlich schwerpunktmäßig bombardiert von den Alliierten auf wegen des Mythos, weil bei den Engländern und Amerika Krupp für deutsche Waffenproduktion über Jahrhunderte steht. Also muss auch die Stadt Essen letztendlich für diesen Krupp-Mythos mitbezahlen und wird flächenmäßig bombardiert und auch teilzerstört. Übrigens interessanterweise nur bestimmte Teile, weil das Borbecker Werk oder auch die Anlagen, die viel größeren Anlagen in Duisburg-Rheinhausen weitgehend verschont bleiben. Also man bombardiert die Gussstahlfabrik und andere Fertigungsstätten nicht, weil man sie scheinbar für die Zeit nach dem Krieg auch schonen will. Also Krupp wird bestraft, die Stadt Essen wird bestraft und dementsprechend ist natürlich der Widerstand in der Stadt gegen die Firma Krupp nicht unerheblich. Und es gibt große Ressentiments gegen Krupp in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Welche Dramen sich in den Fabrikhallen und Unterkünften der Zwangsarbeiter abgespielt haben, ist zu dieser Zeit unbekannt und die Vorgänge werden erst nach Kriegsende aufgeklärt. Im März 1945 stehen alliierte Truppen vor der Stadt und beschießen die Fabrik mit Artilleriegranaten besonderer Art. Zum Zeitpunkt des Untergangs von Hitlers Diktatur ist die Firma Krupp seit 12 Jahren auf Gedeih und Verderb mit dem Nazi-Regime verbunden. Und die Familie wird die Konsequenzen dieser unheiligen Allianz zu spüren bekommen. Zwei verlorene Weltkriege belasten die Erben. Ob es eine Zukunft gibt, ist ungewiss. Im Mai 1945 macht eine Kamera der amerikanischen Luftwaffe diese Aufnahmen. Die Sieger möchten die Schlagkraft ihrer Bomberverbände dokumentieren und die Krupp-Werke in Essen waren das bevorzugte Ziel der Briten und Amerikaner. Schon seit Monaten liegt die Produktion in den Fabriken still. Der Mythos Krupp scheint gebrochen. Die Dynastie der Stahlmagnaten von der Ruhr, so sieht es aus, ist am Ende. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Firma Krupp ja zunächst erstmal enthauptet. Also das ursprüngliche Firmenoberhaupt Gustav Krupp ist schwer krank, auch nicht mehr in Essen, sondern in seinem Landsitz Schloss Bühnbach. Alfred Krupp wird dann in Nürnberg verurteilt und sitzt in Landsberg im Gefängnis. Bertha Krupp ist noch in Essen. Ob wirklich ein Schuldgefühl der Familie gegenüber der Verstrickung in die NS-Zeit und auch gegenüber des Leides der Zivilbevölkerung in Essen, also dieser Zerstörung der Stadt, die ja auch mit der Firma Krupp in Verbindung zu setzen ist, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das Gefühl der Firma Krupp gegenüber der Stadt Essen eher in dieser Zeit sehr reserviert ist, weil die Ehrenbürgerrechte aberkannt werden für Bertha und Gustav und weil auch das Verhalten der Stadt Essen ein sehr reserviertes ist. Also Kruppsche Denkmäler werden nicht wieder aufgestellt in Essen, teilweise auch, ich will nicht sagen gestürzt, aber abgestellt. Und dieses Verhältnis ist sicherlich in diesen Nachkriegsjahren äußerst beschädigt. Die Gussstahlfabrik und die angrenzende Verwaltungszentrale der Firma Friedrich Krupp in Essen liegen in Trümmern. Seit dem 15. April ist das Herzstück des einst weltumspannenden Konzerns in der Hand der Alliierten. Die Sieger sind fest entschlossen, den Kanonenkönigen ein und für alle Mal das todbringende Handwerk zu legen. Überall im untergehenden Dritten Reich wird nach den Verantwortlichen aus der Rüstungsindustrie gefahndet, die Waffen für Hitlers Vernichtungskrieg geliefert haben. In Essen gehen den Häschern zahlreiche Manager des Krupp-Konzerns ins Netz. Längst sind Staatsanwälte aus Großbritannien und den USA damit beschäftigt, die Verbrechen der Nazis zu dokumentieren und Anklage zu erheben gegen die Urheber. Die Verhafteten werden interniert und immer wieder verhört. Die Villa Hügel ist das steinerne Symbol der Krupps. Von Firmenchef Alfred Krupp 1870 entworfen, war sie jahrzehntelang der düster kalte Mittelpunkt des Familienlebens. Vor dem Krieg hatte die zahlreiche Kinderschar von Bertha und Gustav Krupp von Bohlen und Halbach den monströsen Bau belebt. Weit über 200 Zimmer standen einer der reichsten Familien Europas und deren zahlreichen Dienstboten zur Verfügung. Die betuchte Kundschaft aus aller Welt ging hier ein und aus. Am 11. April 1945 ist der Hügel das Ziel einer Einheit von US-Ermittlern. Einer der GIs erinnert sich später: Wir wurden zur Villa Hügel geschickt. Am Eingang dieses riesigen grauen Gebäudes, das mehr wie eine Fabrik wirkte als eine private Residenz, stand Alfred Krupp, ein Enddreißiger mit versteinertem Gesicht, umringt von unseren Militärpolizisten. Sie übergaben ihn uns und ich entschied, er müsse wie jeder andere gefangene Nazi behandelt werden. Der Krupp-Erbe glaubt, er habe nichts zu befürchten. Das
kann ich mir gut vorstellen, dass man sich ja grundsätzlich mal zunächst auch keiner Schuld bewusst war. Alfred wurde abgeholt, das berühmte Foto, wie er eben in diesem Militärjeep sitzt, aber mit dunklem Anzug und Hut. Neben der MG, die auf dem Militärjeep montiert ist. Und dass man sicherlich davon ausging, dass das ein Verhörverfahren wird oder ein Feststellungsverfahren wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass man davon ausgegangen ist, dass es damals in einem Tribunal in Nürnberg enden würde. Nach einer Woche stellen die Amerikaner den Konzerninhaber unter Hausarrest. Als die Briten Essen als Besatzungsmacht übernehmen, wird er erneut verhaftet. Ein amerikanisches Kamerateam macht in der Stadt Filmaufnahmen von den Opfern des Nazi-Regimes. Flüchtlinge aus halb Europa bevölkern die Straßen des Ruhrgebiets. Sogenannte Displaced Persons, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus den von Hitlers Wehrmacht eroberten Gebieten, machen sich auf den Weg in die Heimat. Hunderttausende wurden über Jahre gezwungen, in deutschen Fabriken zu arbeiten, wo man sie meistens schlecht behandelte. Manche der Überlebenden tragen furchtbare Erinnerungen an Terror und Mord mit sich. So waren noch kurz vor der Kapitulation Essens 35 Zwangsarbeiter von einem Standgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Auch in Essen und Umgebung entdecken die Sieger Massengräber mit den sterblichen Überresten der Opfer, die auf Befehl der Besatzungsmacht von den Deutschen geborgen werden müssen. So werden am 29. April in diesem Waldstück die Leichen von über 1000 KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern ausgegraben. Der Terrorapparat von SS und Gestapo sei verantwortlich für die Gräueltaten, heißt es. Doch rasch stehen auch die Arbeitgeber im Fokus der Ermittlungen. Im Salzburger Land besitzt die Krupp-Familie ein stattliches Anwesen. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach und seine Gattin haben sich nach Blühnbach zurückgezogen, nachdem sie den Konzern dem ältesten Sohn übergeben haben. Bertha Krupp verheimlicht dem senilen Ehemann schlechte Nachrichten aus Essen. Sie weiß, dass Gustav und Alfred auf alliierten Listen mit deutschen Kriegsverbrechern stehen, die in Nürnberg angeklagt werden sollen. Dort haben die vier Siegermächte ein internationales Militärtribunal eingerichtet, das, geschützt von schwer bewaffneten Soldaten, zunächst über 24 Hauptkriegsverbrecher zu Gericht sitzen soll. Keine siegreiche Nation und kein Bündnis hat je etwas so Kühnes und Kompliziertes gewagt, wie es die Alliierten mit den überlebenden Repräsentanten des Dritten Reiches im Justizpalast von Nürnberg tun. Recht, nicht Rache, soll die Verbrechen der Deutschen an anderen Völkern sühnen. Im November 1945 wird die Anklageschrift veröffentlicht. Der Vorbereitung von Angriffskriegen, der Verbrechen gegen den Frieden und gegen die Menschlichkeit angeklagt werden soll auch Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Doch die acht Richter aus den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion prüfen vor Prozessbeginn, ob der 75-Jährige als einziger Repräsentant der deutschen Wirtschaft überhaupt vor Gericht gestellt werden kann. Seit über 130 Jahren, so der amerikanische Chefankläger, bildet diese Familie den Brennpunkt, ist Symbol und der Nutznießer der unheilvollen Kräfte, die den Frieden Europas bedrohten. Doch die nach Blühnbach entsandten Ärzte sind zu der Überzeugung gekommen, der alte Herr sei wegen fortschreitender Demenz nicht mehr vernehmungsfähig. Die Ankläger wollen nun den Sohn Alfred Krupp anstelle des Vaters vor Gericht stellen. Wenn man mal in Amerika gelebt hat und sieht, dass dort ja der Name Krupp lange Zeit eben auch deswegen wegen des Krieges negativ behaftet war, insbesondere auch durch die Nürnberger Prozesse. Und wenn man die Protokolle der Prozesse liest und wenn man die Anschuldigungen liest, dann muss man zum einen eindeutig sagen, dass es sicherlich auch eine Art Aushängeschild war, eine Symbolfigur, die wollte man nun als den Industriellen oder als den industriellen Komplex vor Gericht ziehen. Und wer bietet sich besser an? Natürlich auch das, wo es synonym Krupp-Waffen alles in einer, nicht nur Firma, sondern in dem Fall jetzt Alfred
stellvertretend für seinen Vater in einer Person manifestiert wird. Doch das britische Außenministerium will von dem Plan nichts wissen, fürchtet berechtigte Kritik an alliierter Sippenhaft und den Vorwurf ererbter Schuld. Und so findet sich unter den Angeklagten, die am 20. November 1945 erstmals in den Saal 600 geführt werden, kein Angehöriger der Familie Krupp. US-Ankläger Robert Jackson lässt sich von dem Fiasko im Fall Krupp nicht beeindrucken und entwickelt in seiner Eröffnungsrede die Grundgedanken und Prinzipien von Nürnberg. Die Untaten, die wir zu verurteilen und zu bestrafen suchen, waren so ausgeklügelt, so böse und so vernichtend in ihrer Wirkung, dass die menschliche Zivilisation es nicht dulden kann, sie unbeachtet zu lassen. Sie würde sonst eine Wiederholung solchen Unheils nicht überleben. Auf der Anklagebank sitzen skrupellose Minister und fanatische Ideologen, gnadenlose Militärs und barbarische Vollstrecker von Hitlers Wahn. Auch der Hauptauftraggeber für Krupp, Hitlers Rüstungsminister Albert Speer, ist unter ihnen. Nicht schuldig. Auch in den Augen des Führers hatte der Name Krupp bis zuletzt seinen ehernen Klang nicht verloren. Die Essener Firma galt ihm als Garant deutscher Wirtschaftstugenden und die Qualität der Produkte wurde dank seiner Rede auf dem Nürnberger Parteitag 1935 zum geflügelten Wort für den Nazi-Nachwuchs. Der Führer spricht zu seiner Jugend. In unseren Augen muss das deutsche Junge der Zukunft blank und rank sein. Blink wie Windhunde, hell wie Leder und hart wie Kruppstahl. Und die so Angespornten folgten dem Diktator in den Untergang. Das Ergebnis von 12 Jahren Terror, Krieg, Ausbeutung und Massenmord, Deutschland liegt in Trümmern. Sein industrielles Zentrum, das Ruhrgebiet, ist schwer getroffen und mit ihm die Firma Krupp. Als in Nürnberg der Prozess beginnt, haben die britischen Militärs die Kontrolle über die Fabriken an Rhein und Ruhr übernommen. Der Mythos der Gründerväter ist verblasst. Das Denkmal für den legendären Konzernlenker Alfred Krupp dient als Projektionsfläche für den Spott der neuen Herren. In der Gussstahlfabrik in Essen finden sich noch stumme Zeugen aus den besseren Zeiten der Firma. Zu dieser Zeit hat ja die Firma Krupp nicht sehr viel produziert und es waren auch von den alliierten Behörden die Vorlage gegeben, also dass das Ganze entflechtet werden musste, dass Stahl von Kohle getrennt wird und dass die ganze Rohrindustrie, die eigentlich als besonders für die Amerikaner kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als Hort des Nationalismus und auch des Nationalsozialismus gesehen wurden, dass diese Industrie aufgeteilt wurde. So werden die Kruppschen Kohlezechen unter britische Zwangsverwaltung gestellt und nehmen unter neuer Leitung die Förderung wieder auf. Auch die Fabriken und Hochöfen dürfen wieder produzieren. In der Villa Hügel residiert inzwischen die Norddeutsche Kohlenkontrolle. Die Behörde regelt die Verrechnung von Kohlenausfuhren gegen Lebensmittelimporte, organisiert Maßnahmen zur Produktionssteigerung und entscheidet über die Zuteilungsquoten an deutsche Großverbraucher. Feldmarschall Bernard L. Montgomery war persönlich zur Übergabe durch die Amerikaner erschienen, um den Hort des Krupp-Geistes in Augenschein zu nehmen. Die Zukunft der Ruhrindustrie ist völlig ungewiss. Frankreich will Rhein und Ruhr vom übrigen Deutschland trennen. Die USA fordern eine Selbstverwaltung unter Aufsicht. In einem sind sich die Sieger einig. Die Familie Krupp soll nie wieder Einfluss nehmen auf die Geschicke der Firma. Und ihr letzter Eigentümer bleibt bis zu seinem Prozess in Haft.
Waren etwa 45% der Produktionskapazitäten der Gussstahlfabrik durch die Bomben zerstört worden, so büßt Krupp dort weitere 30% durch die Demontage von Produktionshallen ein. Eine weitere Stahlfabrik aus dem Besitz des Konzerns wird vollständig abgebaut und als Reparationsleistung in die Sowjetunion gebracht. Überall im besetzten Deutschland das gleiche Bild. Entweder werden funktionstüchtige Fabriken demontiert oder sie arbeiten für die Sieger. Die Überreste der deutschen Rüstungsproduktion lässt man verschrotten oder es findet sich gelegentlich neue Verwendung, die friedlichen Zwecken dient. So werden diese Bauteile für U-Boote zu Getreidesilos umgebaut. Nach dem Willen der Sieger sollen auch die Industriellen, die für die Nazis Waffen und Munition produziert haben, entsorgt werden. Ab 1947 führen die Amerikaner im Nürnberger Justizpalast Prozesse gegen Hitlers Manager und deren Helfer durch. Die Wochenschau berichtet. In Nürnberg findet vor einem amerikanischen Militärgerichtshof der erste Prozess gegen nationalsozialistische Großindustrielle statt. Angeklagt sind die Leiter des ehemaligen Flick-Konzerns. Friedrich Flick galt bei Kriegsende als der reichste Mann Deutschlands. Die Angeklagten werden für die Ausbeutung der von Deutschland besetzten Länder und für die Zwangsverschleppung von Millionen von Ausländern verantwortlich gemacht. Wie im Hauptprozess legt die Anklage Konzerninhaber Friedrich Flick und seinen 5 Mitarbeitern und Verwandten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last. Die Verteidigung führt an, die Manager hätten nur auf Weisung von höchster Stelle gehandelt und von Verbrechen an Zwangsarbeitern keinerlei Kenntnis gehabt. Als einer der geschicktesten und erfolgreichsten Verteidiger gilt in Nürnberg der ehemalige Flottenrichter Otto Kranzbühler, der im Hauptprozess Großadmiral Dönitz vertreten hat. Bei der Anklage gegen deutschen Rüstungsindustriellen ging es grundlegend um die Vorstellung, dass die Rüstungsindustriellen, um große Geschäfte zu machen, Hitler zum Kriege veranlasst hätten. Diese Grundidee, die ja auch zum Ausdruck kam darin, dass eine Anklage wegen Anstiftung zum Kriege erhoben wurde, ist zusammengebrochen. Der zweite Teil war, dass die Rüstungsindustriellen durch ihre persönlichen Anstrengungen und ihren Eifer dazu geführt hätten, dass Angriffskriege vorgenommen und so lange geführt wurden und damit einen gewissen Teil der Kriegsschuld übernommen hätten. Und das dritte war, dass sie an der schlechten Behandlung von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern in ihren Betrieben schuld seien. Kurz darauf stehen auch 24 Manager des Chemiekonzerns IG Farben in Nürnberg vor Gericht. Auch in diesem Prozess ist die Anschuldigung, die Angeklagten hätten Angriffskriege vorbereitet und durchgeführt, nicht zu halten. Im Verlauf des Verfahrens kommen jedoch viele Details über die Rolle des Konzerns im Sklavenarbeiterprogramm ans Licht. Am 17. November 1947 beginnt schließlich das Verfahren gegen Alfred Krupp von Bohlen und Halbach sowie 12 Angehörige seines Konzerns. Die Familie ist der Meinung, es handele sich um einen politischen Prozess, dem die Rechtsgrundlage fehle. Man engagiert Otto Kranzbühler und sammelt Material für die Verteidigung. Krupp erklärt sich für nicht schuldig. Auf der anderen Seite arbeitet die New Yorker Anwältin Cecilia Götz für die amerikanische Anklagebehörde. Sie ist der Überzeugung, dass ein Exempel statuiert werden muss. The industrialists were prosecuted mainly. Man sollte nicht verallgemeinern, aber die Industriellen der IG Farben und von Krupp wurden hauptsächlich wegen ihrer Beteiligung am Sklavenarbeiterprogramm angeklagt. Das nannten wir Ausbeutung und es beinhaltete den Raub von wirtschaftlichen Werten aus den besetzten Ländern und Sklavenarbeit. Aus juristischer Sicht waren Kriegsverbrechen verübt worden,
weil Kriegsgefangene Waffen herstellen mussten und Bürger der besetzten Länder nach Deutschland verschleppt worden waren. Und nach unseren Begriffen handelte es sich bei der Beschäftigung von KZ-Häftlingen ebenfalls um Sklavenarbeit. What we call slave labor, but also slave labor was the use of concentration camp people. 1943 sind bei Krupp in Essen über 20.000 Fremdarbeiter im Einsatz. Es handelt sich um Holländer, Belgier, Franzosen, Polen und Russen, die teils freiwillig gekommen, teils zwangsweise verschleppt worden sind. Fotos aus dem Firmenarchiv sollen die guten Arbeitsbedingungen belegen. Es ist zweifellos der Fall, dass man nicht sagen kann, dass das alles vom Staat oder alles von der Partei oder alles von der SS kam. Auch die Geschichten, wie zum Beispiel die Arbeiter, Häftlinge, die Zwangsarbeiter, nicht in Bombenschutzkeller gehen durften, sondern absichtlich auf die Straße getrieben wurden. Also diese Grausamkeiten sind offenbar die Verantwortung von der Leitung von Krupp, von den lokalen Manager, von den deutschen Arbeitern auch, die da gearbeitet haben. Von Anfang an stößt das Verfahren auf großes Interesse im In- und Ausland. Vor allem in diesem Prozess seien die Sieger von Hass und Rache geleitet, kritisieren deutsche Beobachter. Zeitungen in den USA fordern sogar, Krupp müsse unverzüglich freigelassen werden und die Ruhrindustrie in ein vereintes Europa führen. Es gab vier Punkte in der Anklage. Es gab den Punkt Verbrechen gegen den Frieden, Verschwörung. Und die zwei weiteren Punkte waren das Ausplündern der besetzten Gebiete und die Beschäftigung von Zwangsarbeiten. Die ersten zwei Punkte, da wurde Alfred freigesprochen. Die zweiten Punkte, das waren die Beschäftigung von Zwangsarbeitern und das war das Ausplündern besetzter Gebiete. Letzteres wäre für uns in unserer Familie, wenn man sowas diskutiert, wäre kein Punkt, einen solchen staatstragenden Prozess zu führen. Der Punkt der Beschäftigung von Zwangsarbeitern, das ist sicherlich der Punkt, den wir auch in der Familie auch bis heute diskutieren. Und das ist sicherlich einer der Punkte oder der entscheidende Punkt, wo man auch sagen kann, dass ein Prozess in irgendeiner Form, ob das nun ausgerechnet der am höchst angesetzte war oder ob nicht auch ein Prozess, der durch die Besatzungsorgane vor Ort hätte stattfinden können. Aber das ist sicherlich ein Punkt und ein Prozessteil, der auch legitim abgearbeitet werden sollte durch ein Gericht. Die Ankläger sind sich ihrer Sache sicher, präsentieren Tausende von Dokumenten, die sie im zerstörten Deutschland aufgespürt und beschlagnahmt haben. Und sie rufen zahlreiche Belastungszeugen auf. Die Angeklagten lassen sich davon nicht beeindrucken. Sie sehen sich als unschuldige Sündenböcke, die für die Politik des Naziregimes einstehen müssen. Ich würde sagen, die Krupp-Angeklagten hielten sehr erfolgreich eine unsichtbare Wand zwischen sich und dem Prozess aufrecht. Man hätte sie beinahe für Zuschauer halten können. Nur, dass sie an jedem Tag kamen und auch wieder gingen. Sie haben keine Rolle gespielt und ihren Verteidigern alles überlassen. Sie sind ja auch nicht in den Zeugenstand getreten. Sie hielten sich zurück, waren irgendwie Symbole und keine Angeklagten, wie man sie erwartet. Die Beschuldigten haben in ausführlichen schriftlichen Stellungnahmen ihren Rechtsbeistand mit Material versorgt und sind entschlossen, das Verfahren auszusitzen. Die Verteidiger kämpfen mit allen Mitteln, verlassen sogar einmal aus Protest den Saal und werden für eine Weile vom Prozess ausgeschlossen. Die Verteidigungslinie war einmal ganz klar, dass Fragen der Politik nicht von der Industrie gestellt und nicht beantwortet, auch nicht gefördert wurden, sondern rein politische Angelegenheiten waren. Das ist im Flick-Prozess anerkannt worden, nicht im Krupp-Prozess, der überhaupt eine besondere Rolle spielte, durch eine meiner Meinung nach sehr starke Voreingenommenheit von zwei der drei Richter. Und das letzte Problem, dass tatsächlich Misshandlungen vorgekommen sind,
wurde weitgehend dadurch aufgefangen, dass Misshandlungen in den Lagern stattgefunden hatten, die von der SS unterhalten wurden. Und die Industrie an der Behandlung außerhalb des eigentlichen Betriebes überhaupt keinen Anteil hatte. Innerhalb der Betriebe gab es ganz gelegentlich mal Ohrfeigen oder Prügel. Aber da habe ich mich auf den Standpunkt gestellt, in einem Riesenapparat im Kriege mit Luftangriffen und allgemeiner Übermüdung und Hitze ist so etwas unvermeidlich und kein System. Doch so einfach lassen sich die Vorwürfe nicht entkräften, denn die Anklage kann einige Anschuldigungen untermauern. Nach dem deutschen Einmarsch in Budapest wurde die jüdische Bevölkerung Ungarns im April 1944 in die Vernichtungslager deportiert. 400.000 Menschen kamen in Auschwitz ums Leben. Die SS hat vorher arbeitsfähige Männer und Frauen selektiert und verschleppt sie nach Deutschland. 500 Frauen waren im August in Essen eingetroffen. We had two women. Da waren zwei Frauen, die die Deutschen als ungarische Jüdinnen bezeichnet hatten. Die waren zur Kruppfabrik in Essen gebracht worden. Sie lebten in einem kleinen Konzentrationslager, das Krupp für ein paar hundert Frauen eingerichtet hatte, um die Arbeiterinnen zu bekommen. Diese beiden Frauen also konnten irgendwann bei Nacht entkommen. Sie fanden einen freundlichen Deutschen, der ihnen zu essen gab, und es gelang ihnen, sich bis zur Ankunft der Amerikaner zu verstecken. Sie traten also in den Zeugenstand und berichteten über die schlechte Verpflegung, wenn man einen Teller Suppe überhaupt als Tagesration bezeichnen kann. Sie erzählten von den miserablen Bedingungen im Lager. Es gab nur eine Decke, wenig zum Anziehen, kaum Schuhwerk. Die harte Arbeit sei sinnlos gewesen. Sie hätten Ziegel herumgeschleppt, ohne etwas zu schaffen. Auf das Tribunal machten sie einen großen Eindruck und es wurde sehr schwer für die Verteidigung. Die entscheidende Frage bleibt, wer für die Bedingungen in den Lagern letztlich verantwortlich war, die Konzernführung oder die SS. Du arbeitest für Krupp, dann frage auch Krupp, hieß es laut Aussage der Frauen, wenn sie die Wachen um mehr Essen baten. Oftmals seien sie auf Bitten der Krupp-Vorarbeiter verprügelt worden. Das eine ist die Tatsache und das andere ist das Umsetzen. Gehe ich nun täglich hin und schaue an, wie die Zwangsarbeiter wohnen? Nein. Mein Onkel hat immer ein Herz gehabt und immer darauf geachtet, auf das Wohl der Arbeiterschaft, auf das Wohl der Kruppianer. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich die Zwangsarbeiter, das klingt jetzt ganz böse, aber das waren doch innerhalb der Gruppe wieder Menschen zweiter Klasse. Man hat sicherlich sich nicht so um die gesorgt, wie man um die ursprünglichen Kruppianer gesorgt hat. Krupp ist seit Mitte der 30er Jahre ein nationalsozialistischer Musterbetrieb. Hochrangige Besucher wie der Führerstellvertreter Rudolf Hess und Kraft durch Freude-Chef Robert Ley werden von Gustav und Alfred Krupp mit besonderem Pomp in Essen empfangen. Schließlich ist der Staat der wichtigste Kunde. Kritik gibt es aus ihrem Munde nicht. Der Einzige, der an der Spitze gewesen ist und etwas Kritisches gesagt hat und auch gefragt hat, ob man die furchtbare Lage der Zwangsarbeiter, der Häftlinge, nicht bessern könnte, war der Schwager von Gustav Krupp, also der Adlige, auch ein sehr konservativer Mensch, der Thilo von Filmowski, der die jüngere Schwester von Bertha Krupp geheiratet hat. Aber von Gustav Krupp, von Alfred Krupp ist nichts zu hören. Wie andere deutsche Industrielle verhandelt auch die Firma Krupp über Preise und Zahlen ihrer Sklaven wie über herkömmliche Geschäfte. Ein Zeuge sagt im Prozess aus, Alfred Krupp selbst habe die Initiative ergriffen, um Aufträge zu bekommen, zu deren Erledigung er dann die Zwangsarbeiter brauchte. Niemals sei ein Industrieller, dessen Firma die Produktionsvorgaben nicht erfüllen konnte, in ein Konzentrationslager gebracht worden. Krupps Verteidiger Otto Kranzbühler widerspricht dem Zeugen im Kreuzverhör.
Es war sicher ein Kernpunkt, nämlich die Frage, wie weit ist eigene Initiative eines Industriellen zur Förderung seines Programms, was naturgemäß im Kriege ein Rüstungsprogramm ist, wie weit ist das ein Beweis dafür, dass er generell ein Förderer des Krieges ist? Wie weit war er gezwungen, staatlichen Regelungen Folge zu leisten? Das war eigentlich unbestritten. Auch dass also starke Sanktionen dahinter standen, wenn das nicht geschah, war auch unbestritten. Aber es gab immer wieder Fälle, in denen Industrielle eine eigene Initiative gesagt hatten, wie hier wollen wir ein neues Werk machen, dafür brauche ich noch Arbeitskräfte. Und da war die komische Vorstellung, dass die Menschen alle nur permanent, wie die Unteroffiziere jawohl zu sagen hatten, ohne selbst zu sehen, wie die Aufgaben zu lösen waren. Das versuchte ich den Richtern beizubringen, dass das ja Menschen waren, die im Rahmen des Krieges eine Verantwortung hatten auf ihrem Gebiet und im Rahmen dieser Verantwortung selbstverständlich auch Initiative entwickelt haben und zu entwickeln hatten. Sommer 1948. Der Prozess dauert nun schon ein halbes Jahr. Draußen beherrscht der Konflikt zwischen Ost und West längst die Schlagzeilen. Im Saal 600 kämpfen die Ankläger weiter gegen die Schatten der Vergangenheit. Obwohl er im Gerichtssaal schweigt, ist Alfred Krupp der Mittelpunkt. Cecilia Götz glaubt, hinter dem eleganten Patriziergesicht die Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit zu erkennen, die den Angeklagten während der Nazizeit ausgezeichnet habe. Aus meiner Sicht handelte es sich um einen jungen Mann, gut aussehend, still, passiv. Während des Prozesses wurde mir klar, dass ich mich zur Anklägerin nicht so gut eignete, denn ich entwickelte Sympathie für ihn, obwohl die Krupp-Firma doch so furchtbare Dinge getan hatte. Es gab keine persönliche Abneigung. Er war halt ein junger Mann und er schien mir keine besonderen Führungseigenschaften zu besitzen. Am 31. Juli 1948 sind noch einmal alle Augen auf den Nürnberger Gerichtssaal gerichtet. Der Krupp-Prozess geht mit einer großen Überraschung zu Ende. Die Wochenschau berichtet. In Nürnberg wurde der Prozess gegen eine Reihe leitender Direktoren der Krupp-Werke beendet. Die Hauptangeklagten Alfred Krupp von Bohlen und Halbach und zwei andere Großindustrielle der Rüstungsindustrie erhielten je 12 Jahre Gefängnis. In der Urteilsbegründung wurde den Angeklagten insbesondere systematische Plünderung ausländischen Eigentums und menschenunwürdige Behandlung von Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen zur Last gelegt. Alfred Krupps gesamtes Vermögen, einschließlich der Krupp-Werke, verfällt der Beschlagnahme. Die Urteile waren an sich keine Überraschung für uns und wohl auch nicht für die Angeklagten. Soweit ich mich erinnere, war es ruhig im Gerichtssaal und es gab keinerlei Triumphgefühl. Die Verteidiger hatten aus ihrer Sicht das Beste herausgeholt. Wirklich überraschend war nur der Teil des Urteils, der die Idee der Beschlagnahme des Krupp-Vermögens beinhaltete. Das war ein Triumph für die Anklage und ein schwerer Schlag für die Verteidigung. Das war allerdings nur von kurzer Dauer. Die Gefängnisstrafe nimmt Alfred Krupp stoisch zur Kenntnis, ohne mit der Wimper zu zucken, wie ein Beobachter notiert, als ob ihn das ganze Theater nichts anginge. Doch als der Entzug des Vermögens verkündet wird, sei er ganz blass geworden. Der Ohnmacht nahe gewesen. Mit einer Ausnahme werden alle Angeklagten Krupp-Manager wegen Ausbeutung von Sklavenarbeit verurteilt und verbleiben in Haft. Die Familie empfindet das Urteil als Siegerjustiz, juristisch fragwürdig und politisch motiviert. Ich meine auch, dass es richtig ist, dass die hohen Manager der Firma und nicht nur Alfred Krupp zur Verantwortung gezogen wurden. Aber man muss auch sagen, dass das nicht ganz konsequent gewesen ist, dass das bei einigen Firmen anders gewesen ist. Und dadurch, dass Krupp so einen großen Symbolwert hat, war auch der Symbolwert des Prozesses, des Krupp-Prozesses, sehr, sehr hoch. Aber
als Ungerechtigkeit würde ich das auch nicht sehen. Man hofft, dass der amerikanische Militärgouverneur das Urteil revidiert. Doch der bestätigt das Strafmaß. Lucius D. Clay schränkt jedoch die Enteignung Krupps ein, indem er die Umsetzung den Militärbefehlshabern der Besatzungszonen überlässt, in denen sich Vermögenswerte der Firma befinden. Ich glaube, dass 1949 kein Mensch glaubt, dass Krupp überleben wird. Im Prinzip sind die mehr oder minder erledigt. Die Firma Krupp existiert nur noch als eine enthauptete Firma, deren Firmeninhaber im Gefängnis sitzt und deren weitere Zukunft äußerst gefährdet ist. 138 Jahre nach der Gründung der Firma Friedrich Krupp in Essen hat die Familie keine Macht mehr in der Villa Hügel. Einige von Krupps Freunden und Geschäftspartnern starten eine Kampagne gegen die Urteile. Krupp sei das Opfer des eigenen Mythos geworden, behaupten seine Verteidiger. Zunächst bleibt der Konzern in der Hand der Besatzungsmächte. 1949 tagt die internationale Ruhrbehörde auf dem Hügel. Das sogenannte Ruhrstatut entspricht weitgehend den amerikanischen Wünschen nach Selbstverwaltung unter Aufsicht. Doch die Stimmen mehren sich, Krupp rasch aus dem Gefängnis zu entlassen. Bertha Krupp darf ihren Sohn in Landsberg besuchen, wo er seine Strafe verbüßt. Ihr Mann ist dazu nicht in der Lage. Sohn Berthold von Bohlen und Halbach hält den Kontakt. Was ich weiß, ist aus Erzählung meines Vaters, dass er ja damals sehr viel zwischen Bertha und Gustav, die in Blümbach lebt, in Österreich, und Alfred, der in Landsberg einsaß, vermittelt hat, und zwar wirklich als Kurier. Also er ist teilweise von Essen mit Beschlüssen des damaligen Verwaltung, der Militärverwaltung, der englischen Militärverwaltung und gewissen Erkenntnissen, die er aus dem Direktorium gewonnen hatte, ist er mit dem Zug nach Berchtesgaden gefahren, ist dann nachts über die Berge gelaufen, hat unsere alten Oberjäger dort getroffen und die sind mit ihm dann nach Blümbach untergelaufen. Dann hat er seine Mutter informiert, hat die eine oder andere Unterschrift sich geben lassen, ist dann zu Alfred, hat dann mit ihm das nochmal durchgesprochen, ist dann wieder zurück nach Essen. Weil er war ja der Einzige, der frei war. Er war ja der Harald, mein Onkel Harald war ja in russischer Kriegsgefangenschaft. Klaus und Eckbert waren gefallen. Und somit war er der Einzige, der agieren konnte. Berthold war zwar auch Soldat, hat aber im Gegensatz zu seinen Brüdern den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden. Jetzt ist er die wichtigste Stütze der Eltern. Am 16. Januar 1950 stirbt Gustav Krupp von Bohlen und Halbach im Alter von 79 Jahren in Blümbach. Man überlegt, ob Alfred an der Beisetzung teilnehmen soll, entscheidet sich aber dagegen. Ich selbst hätte es auch nicht für richtig gehalten, schreibt Bertha in einem Brief an ihre Tochter Waltraud. Denn unser Grundsatz bisher war, hier möglichst kein Aufsehen zu machen. Die Witwe entschließt sich, zunächst nicht nach Essen zurückzukehren. Nennen Sie mich Krupp, wegen dieses Namens bin ich hier, soll Alfred einem Wärter in Landsberg erklärt haben. Diese Zelle ist mein Anteil am Krupp-Erbe. Im Januar 1951 tragen die Bemühungen der Unterstützer endlich Früchte. Der amerikanische Hohe Kommissar John McCloy begnadigt die deutschen Industriellen. Auch Alfred Krupp und seine Direktoren dürfen das Landsberger Gefängnis verlassen. Sein Bruder Berthold holt ihn ab. Sogar Bundeskanzler Konrad Adenauer ist inzwischen der Ansicht, Krupp sei zu Unrecht verurteilt worden. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach verlässt ja schon nach wenigen Jahren die Festungshaft. Und wie es bei Krupp üblich ist, ist er der Erbe. Er bekommt ja dann auch das im Prozess aberkannte Privatvermögen zurück. Und in der Kruppschen Tradition ist es eben immer der älteste Sohn, der die Firma übernimmt. Und selbst er als belasteter und verurteilter Kriegsverbrecher wird Firmeninhaber. Das ist in der Tradition der Firma Krupp. Und letztendlich erlangt er dann auch in kürzerer Zeit wieder die Anerkennung. Das ist sicherlich auch einzuordnen in die deutsche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg und auch in das Umgehen in der deutschen Geschichte mit der NS-Vergangenheit. Die Familie kehrt nach Essen zurück, nicht aber in die Villa Hügel, die nie wieder als Wohnhaus dienen wird.
Dort werden fortan Ausstellungen veranstaltet und Gäste des Unternehmens empfangen. Krupp leistet schon früh Entschädigungszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter, als andere Firmen das noch rigoros ablehnen. Seit März 1953 residiert Alfried wieder in der Chefetage. Und es gelingt ihm, Krupp erneut zu einem weltweit anerkannten Unternehmen zu machen. Doch der Konzern ist nicht mehr derselbe wie vor dem Krieg. Die Sieger hatten auf einer Entflechtung bestanden und den Verkauf von Unternehmensteilen verfügt. Für die Zukunft wünscht sich der alte und neue Herr frischen Wind. Er macht den jungen Berthold Beitz zum Generalbevollmächtigten, weil der nicht aus dem Ruhrmilieu stammt und, wie Alfried ihm anvertraut, hundertprozentig sein Mann ist. Der Firmenpatriarch macht sich zunehmend Sorgen, dass Krupp als Familienbetrieb nicht mehr zu halten ist. Sein Sprössling aus erster Ehe, Arndt von Bohlen und Halbach, erweist sich aus seiner Sicht als ungeeignet für das Erbe. Der Sohn ist bei seiner Mutter und in Internaten aufgewachsen und engagiert sich nur widerwillig in der Firma. Arndt bevorzugt ein ausschweifendes Leben im Jet-Set und präsentiert sich gerne als Paradiesvogel. Ich bin kein Mensch wie mein Vater, erklärt er, der sein ganzes Leben einer Sache opfert, ohne zu wissen, ob sich das in unserer Zeit wirklich noch lohnt. Die Kruppschen Traditionen hätten seinen Vorfahren, so fügt er hinzu, jede Menge Unglück gebracht. Arndt weigert sich, das schwere Erbe bedingungslos zu akzeptieren. Klaglos die Last der Vergangenheit zu tragen, die der Name mit sich bringt. Und so überlegen Alfried Krupp und Berthold Beitz, wie die Firma weitergeführt werden soll. Der Übergang des Unternehmens an einen seiner Brüder kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage, weil ein Vermächtnis an Berthold oder Harald von Bohlen und Halbach steuerlich ganz anders behandelt werden würde als eines an seinen Sohn. Zudem machen den Konzernlenkern finanzielle Probleme schwer zu schaffen. Ihre Macht schwindet zunehmend, denn die Gläubigerbanken und der Staat sind in Sorge. Schließlich erreicht Beitz, dass Arndt auf sein Erbe verzichtet. Als Gegenleistung erhält der Sohn lebenslang eine jährliche Apanage von 2 Millionen D-Mark. Er macht so den Weg zur Gründung einer gemeinnützigen Stiftung frei. Die Gründung der Stiftung ist der Erfolg, weil derjenige, der der eigentliche Erbe gewesen wäre von Alfred, sein Sohn nicht willens und in der Lage war. Und zweitens, weil es natürlich die damaligen Umstände, die doch katastrophale wirtschaftliche Lage der Firma Krupp eigentlich nichts anderes mehr hergaben. Denn man muss wissen, die Firma war mit 5,3 Milliarden D-Mark, was damals eine immense Summe Geld war, bei den Banken verschuldet. Und sie konnte im Nachhinein ja nur noch durch die Landes- und Bundesbürgschaften gerettet werden. Man hat damals auch von Staats wegen genau darauf geachtet, wie wird es mit der Firma weitergehen. Wäre dort ein Erbe gewesen, der überzeugend hätte die Nachfolge von Alfred übernehmen können, vielleicht hätte man keine Stiftung gegründet, aber ich glaube, es war eine sehr weise Entscheidung, denn auch nach außen ist natürlich als Inhaber eine Stiftung zu haben, dann, wenn der Staat birgt, ein ganz anderes gewichtiges Momentum, als wenn es auch noch der noch so befähigste individuelle Einzelinhaber wäre. Alfried sichert seine Macht über den Konzern, indem er sein gesamtes Vermögen der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung vermacht. Die Familie soll dort keine Rolle spielen. Spätestens in den frühen 60er Jahren ist Alfred Krupp eine höchst anerkannte Persönlichkeit, nicht nur in Essen, sondern in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit. Und er ist der Wiederbegründer der Firma Krupp nach dem Zweiten Weltkrieg, als er im Jahre 1967 stirbt. Ihre Einkünfte muss die Stiftung für gemeinnützige Zwecke verwenden. Sie unterstützt bis heute in Deutschland, aber auch international Projekte aus Wissenschaft, Forschung und Lehre, dem Bildungs- und Gesundheitswesen und im Bereich der Kultur. Sie will ganz bewusst an die Kruppsche Tradition des sozialen Engagements anknüpfen.
Den schlechten Ruf des Namens hofft man so vergessen zu machen. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach erlebt den Erfolg dieser trickreichen Lösung der Probleme des Konzerns nicht mehr. Er stirbt am 30. Juli 1967 im Alter von 59 Jahren. Es gibt keine Familie Krupp mehr, wird der Stiftungsvorsitzende Berthold Beitz von nun an jenen Angehörigen des Toten entgegnen, die Ansprüche auf Beteiligung am Erbe anmelden. Und er behauptet, ich bin der Letzte, der den Namen Krupp hochhält. Ich war 11 Jahre damals und war in der Schule in Amerika. Es war das Ende der Symbiose-Familie-Firma, absolut. Das war der Schlussstrich. Das war der Schlussstrich. Das ist für uns als Familie auch, das ist der letzte Krupp gewesen. Auch wenn mein Vetter Arndt sich gerne immer als der letzte Krupp bezeichnet hat und auch in der Presse so bezeichnet wurde. Wohl wissend, dass ja die Inhaberschaft mit dem Namen verbunden ist und die Rolle, die er gespielt hat in seiner Funktion als letzter Eigentümer und als letzter Inhaber und Manager und Führer dieses Unternehmens war Alfred der letzte Krupp. Damit ist die Geschichte der Familie als Führungsrolle und Eigentümer der Firma Krupp Passé vorbei. Das war 1967. Das Geschäftsmodell aus dem 19. Jahrhundert ist veraltet. Das Besondere an Krupp ist sicherlich die Symbiose der jeweiligen Firmeninhaber. Es sind ja immer Alleininhaber, selbst wenn Krupp kürzere Zeit mal eine Aktiengesellschaft ist, ist es aber eigentlich immer die Figur des Alleininhabers mit dieser Firma und übrigens den Werksangehörigen. Also dieses symbiotische Verhältnis zwischen Inhaber, Firma und Mitarbeitern, das Krupp in besonderem Maße auszeichnet, übrigens in der Selbstdarstellung und im Selbstgefühl der jeweils Handelnden, aber auch in der Wahrnehmung der Stadt und ich würde fast sagen, auch der nationalen und internationalen Wahrnehmung. Also das ist eine Symbiose, wie sie in der deutschen Industrie vielleicht nie wieder entstanden ist, aus mannigfaltigen Gründen, die aber diesen Mythos Krupp letztendlich bestimmen, und zwar in allen Generationen. Vor 200 Jahren wurde die Firma von Friedrich Krupp in Essen gegründet, weil der gerne Stahlfabrikant sein wollte. Erst sein Sohn Alfred führte die Idee zum Erfolg und begann mit der Produktion von Rüstungsgütern. Ein Skandal und der frühe Tod des Nachfolgers Friedrich Alfred Krupp vermochten nicht, den Ruf dauerhaft zu beschädigen. Tochter Bertha und ihr Mann Gustav Krupp von Bohlen und Halbach steuerten den Konzern durch zwei Weltkriege. Ihr Sohn Alfred musste sich nicht nur vor Gericht verantworten, weil er den Namen trug, den die Welt bis heute mit Kanonen und Krieg verbindet, obwohl Krupp schon lange keine Waffen mehr produziert. Und so wird das Unternehmen, egal in welcher Form es weiter existiert, nie sein wie andere und wohl immer an seiner Geschichte gemessen werden.